Im Ernst? Sie hat sogar ihren Namen falsch geschrieben. Das ist der schlechteste Test, der mir je untergekommen ist. Hm, mein Stift schreibt nicht mehr. Die Tinte muss alle sein. Ich werde ihn mal schütteln. Ich tue so, als wäre das nie passiert. Dann nehme ich eben den hier. Ups. Ich heb den lieber gleich auf. Hab ihn. Wo war ich? Hä? Wo ist mein Kuli? Der lag doch eben noch hier. Vielleicht kann er ja nicht weg sein. Wie soll ich jetzt die Tests benoten? Warte mal. Meine treue Klebepistole. Genau die brauche ich jetzt. Die lässt mich nie im Stich. Ich nehme meinen Ring und trage eine Schicht Kleber auf. Darauf klebe ich einen Radiergummi. Als nächstes kommt roter Kleber. Damit zeichne ich ein F. Das steht für 6. Das muss dann trocknen. Ich habe auch einen für die beste Note gemacht. Den brauche ich bestimmt nur selten. Und jetzt wird benotet. Du bekommst deine 6. Und wie sieht's bei dem aus? Eine 1. Ich bin überrascht. Mit denen geht's viel schneller. Daran hätte ich schon früher denken sollen. Fertig. Ich habe eure Notenklasse. Was zum? Meine Stifte. Oh. Was ist hier los? Nichts. War eigentlich klar. Das war alles Naomis Idee. Hey, halt die Klappe. Ich bin enttäuscht. Hey, ich habe hier meine Ringe. Ach, heute lasse ich's durchgehen. Ich sollte meine Nägel wachsen lassen. Ich liebe diese Farben. Und der Unterricht? Ja, hätte ich fast vergessen. Schon gut, wir haben Zeit. Wir warten gerne. Heute ist mein erster Tag. Haben wir schon mitbekommen. Nehmt diese Bleistifte und malt was. Die brauchen wir nicht. Wir haben eigene. Die sind auch viel besser. Ich nehme lieber einen Filzstift. Die Farbe ist schön. Ich fange mit ein paar süßen Herzen an. Gefällt mir nicht. Versuchen wir es nochmal. Ich radiere die weg. Ich frag mich. Ja, das ist eine tolle Idee. Das wird super aussehen. Ich mache ein paar Schnitte in den Radiergummi. Und entferne Teile. Ich mache verschiedene Formen. Dann drücke ich sie in die Farbpalette. Ist wie Briefmarkenstempeln, finde ich cool. Wow, guck dir das an. Wunderschön. Ich bin fertig. Dann kümmere ich mich jetzt um meine Haare. Ich liebe diesen Unterricht. Wow, das ist ja clever. Sowas würde ich auch gerne machen. Die Stiftkappe kann ich nicht zerschneiden. Ups, was habe ich getan? Es wird immer schlimmer. Warte mal. Ich weiß, was zu tun ist. Bekomme ich kurz dein Glätteisen? Hä? Oh, okay. Danke. Und ich brauche noch eine Sache. Ein kleines Quadrat Schaumstoff. Das ist perfekt. Es kann losgehen. Mit dem Glätteisen erwärme ich den Schaumstoff. Den lege ich dann auf die Stiftkappe und drücke eine Murmel rein. Dadurch entsteht eine Delle im Schaumstoff. Die schneide ich aus. Und trage eine dünne Linie Kleber auf. Ich habe noch ein Herz aus Glitzerschaum gemacht. Und die Stiftkappe umwickelt. Hier kann man reindrücken. Wow, ein süßer Stift. Ich habe noch mehr davon gemacht. Die sehen so lustig aus. Hey, Naomi. Was? Guck mal. Was soll ich mir angucken? Meine Stifte natürlich. Oh, wo sind sie hin? Ich glaub's nicht. Hey, das sind meine. Ich fühle mich so besonders. Aber ich habe mir so viel Mühe gegeben. Ich mag einen aufgeräumten Tisch. Das läuft gut. Jetzt male ich ein Blatt. Als ob ich in der Natur wäre. Ich bin so schlecht in Kunst. Bei Naomi sieht das so einfach aus. Aber keiner mag Angeber. Ich mache eben, was ich kann. Warte mal. Die Aufkleber habe ich ja ganz vergessen. Mein Notizbuch sieht langweilig aus. Aber ich kann es verschönern. Ein Versuch ist es wert. Zuerst zeichne ich einen Kreis auf einen Zettel. Dann male ich ein Smiley-Gesicht. Ich fange mit den Augen an. So ein glücklicher kleiner Kerl. Jetzt schneide ich ihn aus. Dann kommt er auf ein Stück Backpapier. Und ich klebe ihn mit Tape ab. Das muss ganz glatt sein. Er soll ja keine Falten haben. Jetzt schneide ich ihn aus. Sieht toll aus. Aber ich brauche mehr. Die sind fantastisch. Genau, was ich wollte. Ich ziehe das Backpapier ab. Und beklebe mein Notizbuch.
Oh, der Frosch ist so süß. Sieht viel besser aus. Und das war so einfach. Wow. Psst, Naomi. Ja? Wow, Julie, die sind ja cool. Bekomme ich auch solche Aufkleber? Nein. Was? Bitte, bitte, bitte. Du lässt nicht locker, stimmt's? Na gut, aber immer muss ich teilen. Dein Ernst? Ein halber Aufkleber? Konzentriert euch, Klasse. Oh, ich weiß. Ihr Fächer bringt mich auf eine grandiose Idee. Ich brauche mein Notizbuch, aber ich muss es noch anpassen. Ich schneide es zu einem Halbkreis zu. Jetzt trage ich Kleber auf. Die ganze Seite muss bedeckt sein. Denn darauf kommt jetzt Filz. Dann klebe ich ein weißes Stück drauf. Und schließlich noch ein kleineres rotes. Man kann es schon erkennen. Ich habe schwarzen Filz wie Tropfen zugeschnitten. Das sind die Samen. Und fertig! Mein Wassermelonen-Notizbuch! Hä? Ich weiß! Beeindruckend! Ist okay. Irgendwie. Du kannst ruhig neidisch sein. Oh wow, das sieht fantastisch aus. Das muss ich mir genauer angucken. Das ist nur ein Notizbuch. Das nehme ich. Wassermelone ist eher mein Ding. Aber, was ist hier gerade passiert? Tja, das kommt in meine Sammlung. Wird's hier drin wärmer? Ich muss mich abkühlen. Oh, schon besser. Oh, ich hasse diesen Unterricht. Nicht mehr so cool, was? Heute habe ich etwas Aufregendes für euch. Was ist es? Es ist dieser wunderschöne Regenbogen. Ist okay, kein Grund zum Klatschen. Also, probiert euch aus. Klingt gut. Hey, ich habe gar keine Stifte. Das wird Spaß machen. Naomi hat ja so viele Stifte. Hey, alte Freundin. Nein, du bekommst meine Stifte nicht. Oh, aber warum bist du so gemein? Wunderbar, genau was ich gebraucht habe. Na gut, du kannst sie haben. Oh, danke. Warte, was will ich denn mit der Schere? Kann ich mich um einen Regenbogen kümmern? Ich male zuerst den Umschlag meines Notizbuchs aus. Ich fange oben an und gehe nach unten und wechsle auch die Farben. Ich lasse sie ineinander übergehen, das gibt einen tollen Effekt. Jetzt kommt ein durchsichtiges Klebeband drauf. Das male ich mit schwarzer Acrylfarbe an. Ich mache eine gleichmäßige Schicht. Das muss jetzt trocknen. Dann nehme ich ein Radiergummi, um die Farbe abzukratzen. Ich mache diagonale Linien über die Seite. So kommt die Farbe darunter zum Vorschein. Wow, das gefällt mir. Das ist schick. Erzähl mir was, das ich noch nicht weiß. Sowas kann ich nicht machen. Ich muss nachdenken. Ich bin sowas von unkreativ. Warte. Vielleicht helfen mir meine Haarbänder. Also, ein Versuch ist es wert. Aber ich brauche noch mehr davon. Hier ist ein grünes. Gibt's noch mehr Farben? Alles in Ordnung, Julie. Bin gleich wieder da. Das war ziemlich heimtückisch. Aber ich habe alles, was ich brauche. Wow, schön. Ich brauche noch die Klebepistole. Ich mache einen Klecks Kleber auf die Ecke. Darauf klebe ich ein Stück vom Haarband. Ich klebe immer mehr Farben drauf. So lange, bis das Heft bedeckt ist. Wow, guck dir das an. Sieht aus wie ein Regenbogen. Was sagst du dazu? Hübsch, oder? Wow, wie hast du das gemacht? Heißt das, es gefällt dir? Wow, ihr seid fertig. Das war ganz einfach. Mir gefällt der Kontrast der Farben. Wow, das ist wunderbar. Passt perfekt zu meinen Bändern. Ich weiß nicht, wovon sie reden. Hey, ich hatte doch mehr davon. Julie, was hast du getan? Moment mal. Julie, wo ist sie hin? Oh, was kann ich da schon machen? Okay, klasse. Heute ist Testtag und der wird schwer. Ihr könnt anfangen. Los geht's. Oh, das ist schwer. Wo sind meine Stifte? Normalerweise sind sie hier drin. Seltsam. Nein, da sind definitiv keine drin. Hey, wer bist du denn? Vergiss es. Probleme, Julie. Nein, ich hole nur einen Stift aus meinem Rucksack. Ich werde hier ja wohl einen drin haben. Hoffe ich jedenfalls. Oh, was ist das? Süß, aber den brauche ich nicht. Kann ich den Platz wechseln? Die habe ich schon gesucht. Ich muss an meinen Muckis arbeiten. Ich bin so stark.
Im Ernst? Ist das denn normal? Ich habe keine Ahnung, wo das herkommt. Jaha! Nee. Warte, das hebe ich mir für später auf. Ich habe keine Zeit für sowas. Aha. Was willst du? Ist das zufällig dein Zeug? Das habe ich noch nie gesehen. Oh, na gut. Ja, das ist mein Sorry. Was hast du jetzt, Julie? Was guckst du so? Ich glaube, ich habe eine Idee. Wovon sprichst du? Ich nehme das Gummiband. Mehr brauche ich nicht. Danke. Was ist nun los? Ist das eine Spinne? Ah, nimm die weg von mir. Ich lege den Gummi auf mein Notizbuch und mit Kleber fixiere ich ihn. Dann schiebe ich einen Stift runter und mache daneben noch einen Klecks Kleber. Ich benutze Glitzerkleber. Dann sieht's einfach besser aus. Es kommen noch mehr Sachen dazu, wie mein Lineal und mein Zirkel. Da ist Platz für alles, was ich brauche. Und ich werde nie wieder mein Zeug verlieren. Alles ist an einem Ort. Total praktisch. Guck mal, habe ich selbst gemacht. Julie! Ups, der Test stimmt. Den habe ich ganz vergessen. Die Spinne war so eklig. Ich muss mich mit dem Test beeilen. Oh, die Zeit ist um. Legt eure Stifte weg. Ich sammle die Blätter ein. Puh, gerade noch geschafft. Hm, schon vorbei? Aber ich habe eben erst angefangen. Gib schon her. Nein, Moment. Können wir darüber reden? Ich glaube, Julie wird durchfallen. Ich bin enttäuscht, Julie. Aber haben Sie mein Notizbuch gesehen? Ich liebe meine neue Handyhülle. Wow. Ich weiß, du bist nicht die Erste. Kann ich mal sehen? Wow, du bist voll beliebt. Wie sieht deine Hülle aus? Meine? Ist nichts Besonderes. Ja, das habe ich mir gedacht. Oh, jemand ruft an. Ich muss los. Wow, das gefällt mir, Julie. Oh, hallo. Heute wird's doch noch besser. Puh, bin ich froh, da raus zu sein. Hey, Naomi. Hi, Leo. Ich habe was für dich. Habe ich nur für dich ausgesucht. Und du sollst sie bekommen. Wow, danke. Das ist so lieb von dir. Warte mal. Leo, das ist genau, was ich brauche. Ich lege diese Blumen auf einen Streifen Backpapier und decke sie mit Klebeband ab. Dann glatt streichen. Jetzt schneide ich sie aus. Dann ziehe ich das Backpapier ab und klebe sie auf meine Handyhülle. Jetzt zu den anderen. Wow, das sieht schön bunt aus. Ahem. Hä? Siehst du das? Ich bin eigentlich die Beliebte. Jetzt nicht mehr. Kannst du mir auch einen machen, bitte? Kann ich jetzt gucken, Mama? Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Ja, danke, Mama. Ich habe hier was für dich. Wirklich, für mich? Du hast es verdient, Schatz. Wow, was da wohl drin ist? Oh, ich bin voll gespannt. Ich liebe Überraschungen. Wow, ist das ein iPad? Wow, danke, Mama, das ist super. Ich bin so glücklich. Hab dich lieb, mein Schatz. Hm, ich habe eine Idee. Ich werde gleich was malen. Oh, das sieht toll aus. Das ist ein schöner Schmetterling. Wow, das war ja einfach. Hey, was ist hier los? Wow, guck dir das an, wie Zauberei. Was soll ich jetzt zeichnen? Hm, ich habe eine Idee. Soll ich? Ja, ich mach's. Ich male einen ganzen Batzen Geld. Und jetzt warten. Es passiert was. Ich glaube, das funktioniert. Wow, guck dir das viele Geld an. Wow. Ich bin reich. Ich habe noch nie so viel Geld gesehen. Und das ist echt. Ich gehe nachher noch shoppen. Aber zuerst will ich noch was anderes zeichnen. Los geht's. Ich habe einen schwachen Umriss skizziert. Da gehe ich jetzt drüber. Jetzt zeichne ich die Augen. Das sieht schon ganz gut aus. Und als nächstes kommt die Nase und der Mund. Gefällt mir. Und jetzt zum Körper. Das wird eine bequeme Jacke. So eine würde ich auch nehmen. Jetzt sind die wichtigen Bereiche fertig. Und ich kann mit den Feinheiten weitermachen.
Ich erstelle das Logo auf dem Kopftuch. Das muss eine Spirale sein. Jetzt wird's Zeit für die Farbe. Ich nehme Gelb für die Haare. Ich finde, Blond steht ihm ganz gut. Und das Kopftuch wird blau. Aber ich verwende verschiedene Blautöne. Dann kommen die Schattierungen. Sie bilden den Kontrast. Ich mache einen Metallic Look. Das geht ganz gut. Für die Haut nehme ich ein helles Rosa. Dann ein dunkles Rosa unter die Nase und an die Ohren. Mit dem iPad ist es viel einfacher, meine Zeichnungen zum Leben zu erwecken. Man muss nur die Stellen finden, wo das Licht einfällt. Und verschiedene Töne wählen. Ich verwende einen dunkleren Farbton am Hals, weil der im Schatten liegt. Jetzt arbeite ich die Haare weiter aus. So wirken sie noch stacheliger. Jetzt zoome ich seine Augen ran. Er bekommt blaue Augen. Da kommen noch schwarze Linien rein. Jetzt wähle ich das Schneidewerkzeug aus und gehe vorsichtig um die Augen rum und um die Augenlider. Dann entferne ich die Farbe. Was fehlt noch? Ich weiß, die Kleidung. Diese Farbe gefällt mir. Die braucht auch ein paar Schattierungen. Danach geht's mit dem Rest der Jacke weiter. Ich nehme ein Jeansblau. Das ging schnell. Ich gehe hier und da noch mit Schwarz drüber. Jetzt wähle ich dünne Linie, um ihm Schnurrhaare anzumalen. Warum nicht? Ich färbe den Hintergrund noch ein. Und fertig. Wow, das ist fantastisch geworden. Komm schon, warum dauert das so lange? Endlich! Juhu! Hey, was ist denn hier los? Ich hab dich gezeichnet! Oh, das macht total Sinn! Du bist auf meiner Geburtstagsparty! Niemand darf mich sehen! Niemand! Puh, ist jemand in Sicht? Ich bin wohl alleine! Oh, Ava, du bist meine Traumfrau. Okay, jetzt oder nie, bevor mich noch jemand sieht. Sie wird sich bestimmt über diesen Cupcake von mir freuen. Oh nein, da drüben ist sie ja schon. Ich muss schnell verduften. Ich verstecke mich hier. Okay, gleich hat sie den Cupcake. Sie checkt noch ihr Handy. Nein, 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 das darf nicht wahr sein. Da ist Jake. Hi, Ava. Hier, die sind für dich. Für mich? Wow, die sehen voll gut aus. Ich probiere die Erdbeere zuerst. So gut. Willst du eine? Nein, das ist unfair. Er hat mir eins ausgewischt. Okay, das ist mein Moment. Sie wird sich bestimmt über Tulpen freuen. Hi, Ava. Hä? Wer ist da? Oh, hi. Gibt es etwas, das du von mir brauchst? Oh, nee, schon gut. Na gut. Die Rosen riechen sowas von gut. Ava braucht ein Blatt Papier. Das ist meine Chance. Hier, Ava, nimm mein Notizbuch. Nur zu, bediene dich. Ich weiß, dass du Lila liebst. Oh, sie wird bestimmt Jakes Sachen nehmen. Ich habe 3 Stück nur für dich alleine. Wow, dein Notizbuch sieht voll interessant aus. Was? Echt jetzt? Du brauchst viele Pailletten, Perlen und andere lustige Dinge. Ich habe verschiedene Farben genommen. Dann habe ich den Deckel von der Chipsdose genommen. Mit Heißkleber bin ich den Rand entlang gefahren. Dann habe ich es auf das Notizbuch geklebt. Und fertig! Jede Menge glitzernder Spaß für mich. Was? Du hast das selbst gemacht? Ich habe auch Tulpen für dich. Ich male das Herz mit Kreide aus. Oh, ich bin hungrig. Juhu, Pizza. Ich liebe Pizza über alles. Oh, jetzt habe ich mich vollgekleckert. Alles ist schmutzig. Wieso weinst du denn? Was ist los? Ich habe mein Lieblingsshirt schmutzig gemacht. Du meine Güte. Okay, nur keine Panik. Schon gut, ich überlege mir eine Lösung. Aber natürlich die Kreide. Die kommt wie gerufen. Du brauchst ein Stück Kreide und dein schmutziges T-Shirt. Mit der Kreide malst du über die Tomatenflecken. So ist's gut. Die Flecken sind bedeckt. Jetzt werfe ich es in die Waschmaschine. Tada! Sieh mal, die Flecken sind weg. Bereit? Hier kommt dein T-Shirt. Juhu! Du bist der Beste! Oh, einen Augenblick. Du willst dich nicht nochmal vollkleckern, oder? Ein Lätzchen. So schützt du dein T-Shirt vor Flecken. Lecker! Manchmal bin ich echt genial. Oh Mann, die Antwort war schon wieder falsch. Okay, dieses Mal mache ich's besser. Oh nein, wieder falsch. Heute ist einfach nicht mein Tag. Okay, konzentriere dich und rechne von vorne. Nein!
nein, schon wieder falsch. Ich kann mich einfach nicht konzentrieren. Was? So viel Müll und keine richtige Antwort? Wieso ist er so gut in Mathe? Vielleicht kann er mir helfen. Ich? Dir helfen? Vergiss es, Loser, und zieh Leine. Oh, besser nicht. Er würde sich nur über mich lustig machen. Was ist nur los? Ich bin schon voll am Schwitzen. Hm? Hey, was ist los? Gar nichts. Was? Er ist schon fast mit dem ganzen Test fertig? Okay, ich muss ihn einfach nach Hilfe fragen. Dir helfen? Klar, wieso nicht? Ich helfe gerne. Komm, ich zeig dir einen Rechentrick. Male ein Rechteck um die Zahlen und multipliziere sie. Dasselbe machst du mit der ersten Reihe. Dann hast du die Lösung. Dann nimmst du die erste Reihe und addierst sie. Das Ergebnis kommt in die Mitte. Und das ist der ganze Trick. Hier bitte. Vielen Dank. Du bist ein Gentleman und ein Genie. Endlich kann ich den Test hinter mich bringen. Yes! Ich liebe es, Aufsätze zu schreiben. Meine leichteste Übung. Argumentieren liegt in meinen Genen. Wow, er hat schon eine halbe Seite? So ein Streber. Überleitungssätze dürfen auch nicht fehlen. Oh Mann, diese Nagelfeile ist zu nichts zu gebrauchen. Nope, ich brauche meine grüne Nagelfeile. Oh, das ist auch ein gutes Argument. Yes, jetzt fehlt nur noch die Schlussfolgerung. Oh nein, mein Bleistift ist ganz stumpf. Schlechtes Timing. Wie soll ich nun die Schlussfolgerung schreiben? Hey, kann ich mir einen Bleistift leihen? Oh, sorry. Ich habe nur Nagelfeilen. Damit kann ich arbeiten. Gib sie her. Yes, es funktioniert. Sie macht meinen Bleistift tatsächlich spitzer. Nice, jetzt kann ich den Aufsatz zu Ende schreiben. Hey, könntest du auch einen Aufsatz für mich schreiben? Natürlich. Eine Hand wäscht die andere. Yes! Zeit für Social Media! Inspiration hat mich gepackt! Ich werde was ganz Besonderes zeichnen! Ups, ich spitze mal lieber den Stift an! Und jetzt nehme ich grün! Den Stift muss ich auch anspitzen! Das könnte eine meiner besten Arbeiten werden! Warte mal! Tja, Buntstift, deine Zeit ist wohl vorbei! Wird Zeit, dich zu deinen Freunden zu gesellen! Ich danke dir für deinen Dienst! Deine Stiftkompagnons sind stolz auf dich! Und du hast dich nicht umsonst geopfert! Ziemlich gut, stimmt's? Oh, ich sehe wirklich gut aus. Blech. Oh ja, das war's. Wir sind fertig. Gut, wer kommt als nächstes? Das bin dann wohl ich. Bringen wir's hinter uns. Wow, dein Stil gefällt mir. Damit kann ich arbeiten. Ich finde den monochromen Look toll. Wie wär's mit einem Lächeln? Wie wär's mit Nein? Okay, du magst den launischen Look, hab verstanden. Was? Ist das eine Hand? Die gehört zu mir. Das ist doch verrückt! Ah, runter von mir! Nein! Meine Kamera! Ups. Die kann ich nicht mehr nehmen, die ist kaputt. Wie soll ich denn jetzt Fotos machen? Hey, vielleicht kann ich mit dem was anfangen. Das könnte klappen. Einen Versuch ist es wert. Bleib einfach sitzen. Ich skizziere erst dein Gesicht. Dann gehe ich mit kräftigen Linien drüber. Ich lasse mir Zeit. Ich drücke mit dem Stift unterschiedlich fest auf. So bekomme ich die Schattierungen hin. Und die Zeichnung sieht viel realistischer aus. Wow, die Wimpern sehen toll aus. Mit meiner Mascara kriege ich das nicht so hin. Jetzt zum anderen Auge. Ich möchte deinen Ausdruck einfangen. Augen erzählen eine Geschichte. Verwische ich die Linien, wirken die Schatten natürlicher. Dafür habe ich dieses spezielle Werkzeug. Dank dem bleiben auch meine Finger sauber. Mit dem weißen Stift hebe ich den Kontrast hervor. So kommt der Eindruck von Licht und Dunkelheit schön zur Geltung. Sieht schon ganz gut aus. Jetzt noch ein paar Schattierungen um die Augen. So werden die natürlichen Kurven des Gesichts betont. Diese Wangenknochen treten gut hervor. Wow, jetzt noch ein paar Details um die Augen herum. Perfektion verträgt keine Eile. Aber ich komme gut voran. Jetzt zu den Lippen. Der Einsatz von weichen und kräftigen Strichen verleiht ihnen Tiefe und hebt sie hervor. Die Zeichnung wirkt lebendiger. Jetzt wird's Zeit für die Haare. Auch hier kommen weiche und kräftige Linien zum Einsatz für die Haarstruktur. Ich lasse einen hellen Streifen in der Mitte. Hier wird das Licht reflektiert. Dann geht's mit den Zöpfen weiter.
Ich nutze dieselbe Technik wie eben, dann wirken sie voller. Jetzt noch die andere Seite. Es ist genau die gleiche Technik. Ich baue Ebenen und Strukturen auf. Ich mache die Lichtreflexion auf gleicher Höhe. Jetzt geht's mit dem Oberkörper weiter. Ich fange weich an und nutze das Wischwerkzeug für die Schattierungen. Gut, dass du keine bunten Klamotten anhast. Das macht die Arbeit viel einfacher. Nach dem Skizzieren gehe ich mit dem schwarzen Stift drüber. Und ich übe mehr Druck aus. Es ist fertig. Das ist besser als jedes Foto von mir. Deinen gruseligen Blick habe ich gut getroffen. Guck's dir an, wie findest du's? Ich hoffe, es gefällt dir. Das bin ich. Ich sehe so hübsch aus. Du bist echt talentiert. Kurz hatte ich Angst. Ich dachte schon, du lässt die Hand auf mich los. Bitte sehr. Puh. Jetzt raus mit dir. Hey, willst du eine Rückenmassage? Oh, Olivia, das ist so schön. Das tut gut. Ich bin in letzter Zeit so verspannt. Ja, entspann dich. Du bist so eine gute... Was? Das war nicht lustig. Doch, irgendwie schon. Oh, wow. Das Video ist großartig. Ha, hast du das gesehen? Zeig der Orange, wer der Boss ist. Das können wir auf jeden Fall auch. Was macht sie da? Hm? Ich kann mich auch entspannen. Gut, hier ist die nächste Challenge. Los. Das wird lustig. Hm, da bin ich mir nicht so sicher. Das ist doch einfach. Wir müssen unsere Finger bemalen. Ich fange mit den Augen an. Das kitzelt. Okay, jetzt kommen die Arme. Das war's. Es ist Partyzeit. Wupp, wupp. Olivia? Lass uns abrocken. Hör auf damit. Hä? Was ist los? Ich glaube, du hast dich hinreißen lassen. Oh, stimmt. Sorry. Du bist dran. Hm, vielleicht hilft uns das. Ich stülpe den Stoff über meinen Finger und schieb noch ein Bonbon rein. Der sitzt perfekt. Jetzt male ich das Gesicht dazu. So schöne Wimpern. Ich bin neidisch. Da wird bald jemand das Getrappel kleiner Füße hören. Glückwunsch, ihr beiden. Hier ist noch dein Hut. Der steht dir. Sie sehen bezaubernd aus. Warte. Hey, Hübscher. Was? Niemals. Ah! Hey, was soll das Geschrei? Das kann doch nicht wahr sein. Warte. Habe ich mir das eingebildet? Puh, da bin ich aber froh. Ich hatte mir kurz Sorgen gemacht. Geht's dir gut? Lexi gewinnt. War eine leichte Entscheidung. Juhu, wir haben's geschafft. Meine Finger sind unglücklich. Was sagst du? Ist dir egal? Ist okay. Brav, brav. Da war's. Was macht sie da? Oh, das ist schön. Mach, dass sie aufhört. Ups, wartet ihr auf mich? Ich hab damit gespielt. Wow, ich liebe Luftpolsterfolie. Hast du noch mehr? Der hat geknallt. Hm, soll das etwas Spaß machen? Das könnte ich ewig machen. Hä? Hey, du verdirbst uns den Spaß. Ich wäre fast reingekommen. Okay, hier ist eure Challenge. Eine modische Tasche. Das finde ich gut. Und ich habe schon eine Idee. Dazu brauche ich Bonbons. Die wird super werden. Ich falte die Luftpolsterfolie und klebe da die Bonbons drauf. Ich wechsle auch die Farben. Das kann erstmal zur Seite. Als nächstes brauche ich Gummi. Mit dem binde ich zwei Bonbons zusammen. Die müssen gut halten. Am Ende will ich eine lange Bonbonkette haben. Die wird nämlich der Griff. Der kommt an die Luftpolsterfolie. Die Tasche ist fertig. Sieht lustig aus. Und wenn du was Süßes willst, hast du gleich was. Was machst du da, Lexi? Ich habe diese langweilige Tasche gefunden. Hm, ist das hilfreich? Warte mal. Was machst du? Ich bin auf der Suche nach Inspiration. Aha, danach habe ich gesucht. Also, an die Arbeit. Ich rolle die Alufolie aus. Dann brauche ich einen roten Marker. Zuerst zeichne ich einen Kreis auf die Folie. Den male ich dann aus. Rundherum nehme ich verschiedene Farben. Es soll ein großer, bunter Kreis werden.
Die ganze Alufolie muss bemalt werden. Ich bin fast fertig. Okay, jetzt zum nächsten Schritt. Ich besprühe die Folie mit Alkohol. Die Tinte vermischt sich am Rand. Es muss schön feucht werden. Ich habe Sterne auf den Beutel geklebt. Den lege ich jetzt vorsichtig auf die Folie. Streiche darüber und dann nehme ich ihn runter. Der Beutel hat die Tinte aufgesaugt. Jetzt kommen die Sterne wieder runter. Sieht gut aus, oder? Leuchtend bunt und schick. Ich würde die nehmen. Vielleicht gehe ich nachher noch shoppen. Das sieht gut aus. Aber ich habe Bonbons. Mit denen kann ich Wednesday bestechen. Wirfst du mit Bonbons nach mir? Immer her damit. Ist unser Geheimnis okay? Meine Lippen sind versiegelt. Wer hat gewonnen? Olivia. Yes, ich wusste es. Meine Entscheidung ist endgültig. Das war's, ich bin weg. Na los! Wir sind echt gut darin. Was guckst du dir an? Seit wann magst du Regenbögen? Ja, ich sehe es auch. Nein, das machen wir nicht. Okay, na gut. Hey. Hey, bist du soweit? Ihr müsst einen Regenbogen machen und er soll voller Freude und Glück sein. Ich liebe Regenbögen. Den male ich mit diesen Stiften. Ich kenne einen tollen Trick. Ich lege die Stifte in eine Reihe. Genau so. Dann nehme ich meine Klebepistole, um sie zu verbinden. Wenn es trocken ist, kann ich malen. So einfach malt man einen Regenbogen. Aber es kommt noch mehr. Ich nehme eine Klarsichthülle und stecke da ein Blatt Papier rein. Jetzt kommt der Regenbogen da rein. Wenn ich das weiße Blatt rausziehe, erscheint der Regenbogen. Irgendwie magisch. Wie soll ich das schlagen? Ja, ich weiß es. Ich brauche Wachsstifte. Und diese Pfanne. Ich stelle das Glasgefäß in die Pfanne und drehe den Herd auf. Gleich sind die Stifte geschmolzen. Die Farben vermischen sich schon. Wow, das sieht toll aus. Jetzt brauche ich ein Poppet. Ich gieße das Wachs in das Poppet, dann warte ich, bis es kalt ist. Ich breche eine Reihe ab und male einen schönen Regenbogen. Wow, voll künstlerisch. Ich bin beeindruckt, ich will das kosten. Ich liebe Regenbogensüßigkeiten. Wow, nicht so schnell. Oh, das sah so lecker aus. Wie findest du den? Hübsch, oder? Hier ist mein Regenbogen. Jetzt siehst du ihn, jetzt nicht. Darauf könnte ich ewig starren. Was? Was ist los? Wow, Regenbögen. Sie sind wunderschön. So viele Regenbögen. Was zum... Was? Das war seltsam. Lexi gewinnt. Yes, ich bin die Beste. Tut tut, ich komme. Ich bin stylisch unterwegs. Nur so geht's. Juhu! Zeit für den Unterricht. Ich schließe noch meinen Roller ab. Man kann nie vorsichtig genug sein. Warte, was ist das denn? Ich komme angerollt. Freie Fahrt für mich. Was sagst du dazu? Guck dir den an. Warte kurz. So geht's. Stopp, stopp. Der ist außer Kontrolle. Das ist also das Ende? Das wird knapp. Ist das vorbei? Bist du verrückt geworden? Fast hättest du mich erwischt. Du bist echt nervig. Ups, mein Lenkrad. Ich nehm's mit. Schalalala. Ich liebe diesen Song. Die Stunde fängt gleich an. Stimmt was nicht? Hallöchen, Nachbarin. Wie geht's denn so? Gut. Warum redest du mit mir? Ich hab auch Kopfhörer. Ziemlich cool, was? Das hast du nicht gesehen. Kabel? Wow. Egal. Die funktionieren noch. Meinetwegen, guck dir das an. Das neueste Modell. Neidisch? Na, nicht wirklich. Okay, vielleicht ein bisschen. Warte, was ist das im Mülleimer? Ein Stück Pappe. Ich habe eine Idee. Es fehlen nur ein paar Anpassungen. Was macht sie jetzt? Niemals. Die Tastatur ist fertig. Jetzt brauche ich einen Bildschirm. Mit dem Ausdruck geht's. Schon habe ich einen Laptop. Der ist jetzt neidisch. Das ist echt traurig. Fehlt da noch was? Das macht den Unterschied. Ah, ich hab's. Ich habe auch einen Apfel. Der kommt auf den Karton. Und festkleben. Der soll ja nicht runterfallen. So geht's. Guck dir das an. Hast du das echt gemacht? Eine Lachnummer. Egal. Mir gefällt der.
Das war's erstmal. Ich bin erschöpft. Ich muss mich abkühlen. Butler? Ihr goldener Ventilator, Fräulein. Erlauben Sie mir eine kühle Brise für Sie. Oh, ja, das ist gut. Wow, sowas brauche ich auch. Ich nehme die Pappe. Ah, viel besser. Du machst das per Hand? Ich mache mir meine Hände nicht schmutzig. Ach, wirklich? Dir werde ich's zeigen. Stimmt. Das ist gut. Hast du mir meine kühle Brise geklaut? Der gehört mir. Ach, ich liebe das. Oh, mach das nicht. Ich will's. Hör auf damit. Der zeigt hierher. Niemals. Wie läuft's, Klasse? Wow, mir wird schwindelig. Stopp. Sie hat angefangen. Mir bleibt nur eins übrig. Ich kann nicht hingucken. Ist es vorbei? Was macht sie da? Ich muss euch was zeigen. Schaut euch das an. Ich lege meinen Overall über den Ventilator. Jede bekommt ein Bein. Ich bin verwirrt. Keine Ahnung, was die vorhat. Wartet kurz. Ich schalte den Ventilator ein. Guckt euch das an. Das ist fantastisch. Fühlt sich gut an. Oh, bringen wir es hinter uns. Ich will dann shoppen gehen. Ich brauche einen Imbiss. Der Brownie ist perfekt. Eine schokoladige Köstlichkeit. Hm, lecker. Habe ich gebraucht. Und das Papier ist für den Unterricht. Okay. Ich brauche noch einen Stift. Warte mal. Der bringt's nicht mehr. Guck ihn dir an. Ein Stummel. Echt lächerlich. Was mache ich jetzt? Ha, ist das dein Stift? Wie peinlich. Ich habe diese Stifte in Paris machen lassen. Wow, bekomme ich einen? Du willst einen meiner Stifte? Auf keinen Fall. Ach, du bist echt gemein. So ist das Leben. Ich habe genug davon. Warte mal. Ich habe eine Idee. Ich nehme das. Hm, ich mag diese Limo. Das muss noch was drin sein. Was ist das für ein Geräusch? Ja, jetzt habe ich alles gesehen. Dann fange ich mal an. Ich lege den Strohhalm auf den Tisch und stecke hier einen Stift rein. Der andere kommt hier rein. Passt perfekt. Jetzt habe ich einen neuen Stift. Testen wir den. Das klappt. Dein Ernst? Das wäre mir peinlich. Welchen Stift nehme ich? Den hier. Es ist Prüfungstag und hier ist die handyfreie Zone. Stopp, keinen Schritt weiter. Du hast besser kein Handy dabei. Warte, ist das ernst gemeint? Ich bin gleich wieder da. Was ist gerade passiert? Das war seltsam. Sie darf mir nicht mein Handy wegnehmen. Aber was soll ich machen? Komm schon, denk nach. Hä? Was ist das? Eine Schachtel Stifte? Ich hab's. Ich bin genial. Ich hole die Stifte raus. Ich brauche Platz für mein Handy. Die Stifte aus der Mitte kommen raus. So wird's gehen. Jetzt brauche ich meinen Cutter. Ich mache einen Schnitt in die Schachtel. Das muss so groß wie das Handy werden. Ich schneide eine Klappe rein. Sieht gut aus. Da kommt mein Handy rein. Dann zuklappen. Niemand wird's je bemerken. Okay, los geht's. Phew, ich bin zurück. Darf ich zum Unterricht? Mal sehen. Ich werde dich scannen. Muss das sein? Ich bin sauber, ehrlich. Hm, nichts. Verheimlichst du was? Würde ich nie wagen. Sie sind echt misstrauisch. Okay, du bist sauber. Puh, das hat geklappt. Wer ist der Nächste? Ich hab's geschafft. Ich glaube, die Luft ist rein. Ich hol mein Handy raus. Da stehen alle Antworten. Ich bekomme definitiv eine 1. Ich sollte mich natürlich verhalten. Was ist das? Soll das ein Scherz sein? Kann ich rein? Handys sind nicht erlaubt. Okay. Oh, nimm das. Ich habe keine Zeit für sowas. Oh, das war einfach. Unmöglich, diese Regel. Das andere war schon 3 Monate alt. Wird also Zeit für was Neues. Viel besser. Die Lehrerin hat mir einen Gefallen getan. Jetzt zum Online-Shopping. Streckt euch! Spürt das Brennen! Oh, müssen wir? Stopp! Jetzt wird geschwitzt! Ich hasse das! Ohne Fleiß keinen Preis! Ich will nichts erreichen! Ich habe eine Idee! Vielleicht motiviert dich das!
Ist das Schokolade? Die hole ich mir. Nicht aufhören. Lass los. Warte. Lecker. Entschuldigen Sie. Ich hab genug davon. Wir brauchen einen anderen Ansatz. Damit wird's gehen. Hä? Was macht sie da? Was sagst du dazu? Schau dir diesen goldenen Sand an. Oh, ich will dahin. Los geht's. Ich bin bereit für den Strand. Das hat geklappt. Bin gleich wieder da. Ich muss weitermachen. Ha, das ist zu lustig. Kann's losgehen? Es wird lustig. Ich glaub nicht. Ich hab Besseres zu tun. Selfie. Komm schon, du wirst es genießen. Sie lassen mich nicht in Ruhe, oder? Wo sind die Gewichte? Die gilt, eklig. Die soll ich benutzen? Guck dir das an. Das ist widerlich. Ich fass die nicht an. Hallo? Ich brauche deine Hilfe. Jetzt warte ich. Lass mich sehen. Okay. Viel besser. Ich muss gut aussehen, wenn ich trainiere. Yeah, so geht's. Ich sehe süß aus. Machst du Witze? Hey, hör auf damit. Lass mich nicht die Pfeife benutzen. Was soll das? Okay, wir laufen auf der Stelle. Na los. Nein, ich laufe nicht. Ah, ich weiß. Schau mal, was ich habe. Setz die auf. Was ist los? Was passiert hier? Gib mir eine Sekunde. Und los. Das ändert alles. Was für ein goldener Sandstrand. Ich wusste, das gefällt dir. Meine Arbeit ist getan. Juhu! Nichts kann mich bremsen. Warte, nein! Au! Vielleicht war das doch keine gute Idee. Ich gehe lieber. Och, Strubbeleralarm. Ja, das sollte das Problem lösen. Was? Der Physiktest ist heute? Oh nee, wie konnte ich das nur vergessen? Vielleicht kann ich noch schnell ein bisschen lernen. Ja, das Ding hat schon lange kein Tageslicht mehr gesehen. Oh, das nenne ich eine Staubwolke. Ach. Mensch, das werde ich mir nie merken können. Ich fall bestimmt durch. Uch. Als ob es nicht noch schlimmer kommen könnte. Mann. Moment mal. Ich kann aber auf meine Haut schreiben, oder? Ich hatte gerade die brillanteste Idee. Ich schreibe die Antworten einfach auf mein Knie. Das ist der coolste Spickzettel. Ich muss mir nie wieder Formeln merken. So nutzt man, was man hat, Madison. Und um sicherzustellen, dass es nicht verschmiert, hält Haarspray weiter. Perfekt. Ich habe mich noch nie so vorbereitet gefühlt. Es ist das perfekte Verbrechen. Und wenn die Lehrerin nicht hinschaut, einfach kurz am Knie spicken. Für manche sind Tests ganz easy. Ach ja, aber für andere sind die Dinge ein bisschen komplizierter. Oh, ich werde diesen Kurs nie bestehen. Woher weiß Kate das alles? Als hätte sie das Lehrbuch auswendig gelernt. Ich fühle mich so dumm. Ob sie mir ihre Lösungen zeigt? Kennst du nicht den besonderen Trick, Jane? Bei Aufgaben wie diesen multipliziere diese Teile hier. Und dann diese. Siehst du? Dann addierst du diese Zahlen. 6 plus 3 ist 9. Ja, das ist die Lösung. 693. Oh, der Trick ist ernsthaft brillant. Wow. Danke, dass du mir das gezeigt hast. Während des Tests wird nicht gesprochen. Kate? Lass mal sehen. Was? Was ist das alles? Das kann nicht stimmen. Oh,
mein Gott. Es stimmt. 693, was ist das denn für ein Hexenwerk? Du darfst mich gerne Mathe-Genie nennen. Ist das hier niedlich? Ich glaube, das ist auf jeden Fall ein guter Platz. Wenn ich nur etwas Klebeband hätte. Ach, komm schon. Dafür braucht man wirklich zwei Hände. Okay, bitte bleib genau da. So, wo ist meine Schere? Die war doch gerade noch in meiner Tasche. Ach, komm schon. Das ist lächerlich. Ich brauche nur ein dünnes Stück Klebeband. Was zum Teufel machst du denn da? Ich brauche nur ein Stück Klebeband. Lass mich nachdenken. Ah, ich hab's. Ich zeig's dir. Klebe ein Ende an den Tisch. Dann falte es zweimal so. Dann halten und abziehen. Siehst du? Jetzt lass es uns zu Ende bringen. So. Puh. Die Hausaufgabe ist echt schwer. Warte, was war das denn? Ich kapiere nichts davon. Das macht doch alles irgendwie keinen Sinn. Oh nein, die Formeln. Sie multiplizieren sich. Lass mich in Ruhe. Du hast versagt, Justin. Und das macht mich glücklich. Was ist denn das für ein Krach? Ah, das gibt eine Beule. Dreht sich der Raum oder... Ach, bestimmt nur eine Gehirnerschütterung. Was ist denn los, Kumpel? Warum ist Physik so schwer? Ich kapiere einfach gar nichts. Ich werde bei der Klassenarbeit durchfallen. Au, oh mein Kopf. Gib mir eine Sekunde, Sportsfreund. Ich muss ein Pflaster drauf machen. Ganz schön fies. Ich muss vorsichtiger sein. Ach, schon besser. Was? Das ist hier viel wichtiger, Papa. Ich will doch keine 6 bekommen. Du musst halt einfach lernen. Ich versuch's ja, aber ich vergesse das immer wieder. Warte, ich hab's. Das ist die richtige Einstellung, Justin. Hä? Nein, ich red vom Pflaster. Die hier nehme ich. Mit denen wird's gehen. Keine 6 für mich. Ich entferne die Folie vom Pflaster und klebe da das Blatt mit den Formeln drauf. Das kommt in die Mitte des Pflasters. Nun habe ich die Lösung griffbereit. Ich werde diese Arbeit mit links bestehen. Oh, ich habe so dolle Schmerzen. Boah, was ist denn mit dir passiert? Das ist noch zu frisch. Ich will nicht drüber reden. Die Klassenarbeit wird aber trotzdem geschrieben. Oh, natürlich. Ich freue mich schon drauf. Viel Glück. Du wirst es brauchen. Das denken auch nur Sie. Ich ziehe das Pflaster ab und da habe ich alles, was ich brauche. Komm schon, ist doch clever, oder? Ich dachte, wir haben jetzt Kunst. Warum habe ich nicht gelernt? Das kriege ich doch niemals hin. Moment mal, der Lehrer ist abgelenkt. Das ist meine Chance. Ich muss nur subtil vorgehen. Was wäre ich nur ohne mein Telefon? Genau das brauche ich jetzt. Und so bekommt ihr die Lösung raus, wenn ihr das gemacht habt. Was ist denn da hinten los? Ist das ein Telefon? Haha, nichts kann mich aufhalten. Ist das so? Stehen Sie da schon lange? Lange genug. Gib mir das Handy her. Du enttäuscht mich sehr, Alex. Beende jetzt die Arbeit, na los. Unfassbar. Ja, ja, egal. Er hat zwar mein Handy, aber ich habe noch meinen Snack. Und diese Chips haben eine besondere Zutat. Die Lösungen. Und das Beste ist, ich kann die Chips einfach später essen. Soll das ein Witz sein? Ich habe irgendwie das Gefühl, beobachtet zu werden. Aber wahrscheinlich ist es nichts. Chips? Für mich? Das wäre doch nicht nötig gewesen. Nicht schon wieder. Da bleibt mir nur eins übrig. Die hast du dir verdient. Oh, das fühlt sich gut an. Und nun raus mit dir. Sie sind gemein. Oh, so schlimm, mein Kleiner. Das ist so ungerecht. Was ist passiert, Sportsfreund? Ich habe eine 6, Dad, obwohl ich mich angestrengt habe. Ach, nicht traurig sein. Hey, ich glaube, ich weiß, was wir machen können. Zuerst entferne ich den Griff von meiner Lupe. Dann brauche ich eine Papprolle. Ich stelle sie oben auf die Linse. Und mit Kleber fixiere ich das alles.
Ich gehe mit der Klebepistole um den Rand herum. Als nächstes brauche ich rotes Tape. Ich wickle es um die Linse. Das soll nämlich auch gut aussehen. Bitte sehr, Alex. Das wird dein Problem lösen. Was ist das? Halte es vor dein Auge. Bin gleich wieder da. Hey, guck dir das an. Was? Oh, hab's kapiert. Ich kann die Lösung sehen. Das ist ja cool. Okay, die Klassenarbeit wartet. Ich habe mir extra schwere Aufgaben ausgedacht. Ich bin sehr zuversichtlich. Das sagen sie alle. Fang jetzt an. Ich weiß eh, dass du scheitern wirst. Ich erwarte auch nichts anderes. Come on, Dad, wo bist du? Nope, das ist ein Baum. Meine Tarnung ist perfekt. Alex, hier drüben. Perfekt. Ich wusste, dass du mich nicht hängen lässt, Dad. Danke. Oh, hast du was gesagt? Was macht er da? Hier stimmt doch irgendwas nicht. Dem muss ich nachgehen. So weit, so gut. Was ist hier los? Gar nichts. Ich weiß nicht, was Sie meinen. Hier, schauen Sie sich das an. Das werde ich auch tun. Da ist nur ein seltsamer Arbeiter. Verhalte ich natürlich. Scheint alles in Ordnung zu sein. Vielleicht habe ich dich falsch eingeschätzt, Alex. Phew, das war knapp. Ich mache nur etwas schnipp, schnapp. Oh, ich hab ihn. Das wird super funktionieren. Zeit, den Spieß reinzustecken. Perfekt. Ein neuer Schwingpinsel. Hey. Du hast einen neuen Pinsel? Woher hast du den? Was hast du gemacht? Du bist echt schrecklich. Endlich habe ich es an die Bar geschafft. Eine Cola, bitte. Hey, du. Da kommt sie. Eine Cola für dich. Das ist meine Cola. Hab keine Angst. Ich mache sie nur für dich auf. Keine Panik. Ich schaff das. Die klemmt etwas. Ich denke, das reicht jetzt. Ich habe meine eigene Methode. Danke. Du hast deine Wimpernzange benutzt? Prost. Erfrischend. Hab noch einen schönen Abend. Übertroffen von einer Wimpernzange. Schon wieder nachsitzen. Okay, du weißt, wie das läuft. Schreib das 500 Mal ab. Das wird eine Ewigkeit dauern. 500 Mal ist einfach zu viel. Ich schwänze nie wieder. Oh Mann, meine Hand krampft schon. In diesem Tempo sitze ich noch morgen hier. Ich erinnere mich an meine Jugend. Habe ich endlich genug? Oh nein, nicht mal annähernd. Ich muss das doch irgendwie schneller hinkriegen. Hey, warte mal. Die Lösung liegt direkt vor mir. Zeit, alle Stifte zusammenzukleben. Ja, genau so. Die andere Seite besser auch. Das muss schön stabil sein. Und fertig. Ich bin bereit. Und los geht's. Ich schwänze nie wieder. Oh, das funktioniert super. Ich kann 4 Zeilen auf einmal schreiben. Ich bin ein Genie. Das ist so clever. Ah, ich kann nicht glauben, wie viel schneller das ging. Erledigt. Hier sind die 500 Zeilen. Ach du meine Güte, das war aber schnell. Oh, einen Moment noch. Ich habe welche vergessen. Hier ist der Rest vom Stapel. Oh, du hast eindeutig deine Lektion gelernt. So ein guter Junge. Das macht mich glücklich. Oh, jetzt muss ich dir nur noch zählen. Ich kann das nicht glauben. Er ist über sich hinausgewachsen. 5000. Dieser Song ist mega cool. Ich schätze, das kann ich. Dann kann ich auch die Lautstärke aufdrehen, während ich koche.
Mal sehen, was wir haben. Oh nein, der Kühlschrank ist fast leer. Alles, was hier drin ist, ist ein alter Cheeseburger. Aber vielleicht geht er ja noch. Nein, fühlt sich ziemlich trocken an. In den Müll mit dir. Hey! Ich glaube, ich habe doch eine Lösung gefunden. Ich gieße einfach etwas Wasser in die Schüssel. Und jetzt weiche ich den Burger ein. Fertig. Ab auf den Teller mit dir. Und jetzt kommt in die Mikrowelle. Schon fertig. Riecht auch gut. Oh, er braucht auch was zu trinken. Hi, ich bin wieder da. Wow, danke, dass du mir was zu essen gemacht hast. Wow, der sieht toll aus. Der ist wirklich gut, danke. Oh, ich bin so froh, dass das geklappt hat. Ich hasse es, wenn die Mine abbricht. Das ist so ärgerlich. Gut, dass ich diesen kleinen Kerl habe. Er macht die ganze Arbeit. Ich muss nur die Kurbel drehen. Und schon habe ich einen spitzen Buntstift. Der kommt zu den anderen. Ich habe eine Idee. Wird Zeit, kreativ zu werden. Ich habe ein Blatt Papier gefaltet. Darauf male ich das Gesicht von Blue Monster. Das wird großartig. Das ist ein gutes Abbild. Wenn das fertig ist, klappe ich das Papier auf und beende die Zeichnung. Ich muss nur noch ein paar Details malen. Schon besser. Und jetzt noch Farbe. Damit bin ich ziemlich zufrieden. Ich liebe Kunst. Je verrückter, desto besser. Hä? Was machst du da? Hey, das ist mein Bild. Komm zurück. Wo schleppst du es hin? Was soll das Ganze? Was ist hier los? Hä? Oh, da bist du ja. Wer seid ihr? Wir warten auf dich. Du siehst total gut aus. Jedes Mädchen liebt Schmuck. Vor allem den frisch ausgegrabenen. Wir haben sogar passende Sets. Hoffentlich schenkt sie mir nie Schmuck zum Geburtstag. Problem? Hier ist die erste Challenge. Macht mir ein Schmuckstück. Ich weiß nicht so recht. Bringen wir es hinter uns? Kaum zu glauben, dass wir das tun. Na los, hoch mit dir. Wo fangen wir an? Wie wär's mit den Fingern? Bitte schau mich nicht so an. Wie wär's damit? Ich weiß nicht. Warte mal. Das macht ihr nicht. Ja, das wussten wir. Wir machen ja nur Spaß. Jetzt weiß ich auch nicht weiter. Stopp, nicht bewegen. Wir machen was aus den Haargummis. Hey, ich brauch die. Das ist jetzt wichtiger. Toll, jetzt kommen meine Haare durcheinander. Das sind alle. Schau her, ich brauche nur meine Finger. Ich nehme einen Gummi. Was machst du jetzt? Ich wickle den Gummi um meine Finger und dann noch ein paar mehr. Dann ziehe ich den roten nach vorne und wiederhole den Prozess. Das kann ich auch. Hier hinten habe ich immer Ersatzgummis. Mein Notvorrat quasi. Ich wusste, irgendwann brauche ich sie. Lexi darf das nicht sehen. Ist schwieriger, als ich dachte. Ich bin fast fertig. Es ist wie Haare flechten. Aber ich möchte einen Loop. Genau so. Das ist ein hübsches Armband. Guck dir das an, Olivia. Ich habe auch eins. Was? Wie? Inspiration ist alles. Die sind mir ein bisschen zu bunt. Es steht unentschieden. Juhu! Und das ist mein Verdienst. Die sind süß. Ich trage die auf jeden Fall. Deshalb hängen wir nicht mit normalen Menschen ab. Die Farbe ist perfekt. Düster, launisch, genau wie ich. Was zum... Oh, mein Telefon. Runter von mir. Du nervst voll. Lass mich in Ruhe. Oh, das ist aber schade. Ich brauche euer Mitleid nicht. Egal. Das ist eure nächste Challenge. Worauf wartet ihr? Wir fangen schon an. Das wird lustig. Hier haben wir die Handyhüllen. Los geht's. Was mache ich? Ich habe schon einen Plan. Ich brauche nur was aus meiner Tasche. Wo ist es? Den brauche ich nicht. Was ist noch hier drin? Du solltest öfter mal deine Tasche ausmisten. Hä? Eine Karotte? Ein Snack für später. Ups. Die hätten wir uns teilen können.
Aha, den habe ich gesucht. Mein 3D-Stift. Das wird fantastisch. Ich fange an, die Hülle nachzumalen. Die Linien müssen eng beieinander sein. Und ich wechsle auch die Farben. Ich mache das bis ganz nach unten. Dann sieht's wie ein Regenbogen aus. Wow, genau so habe ich's mir vorgestellt. Was sagst du? Gib's zu, das gefällt dir. Zum Lächeln schön. Das sieht wirklich gut aus. Ihr seid ja goldig. Okay, warum kein Kaninchen als Haustier? Ich schnapp mir den Nagellack. Den brauche ich. Mit welchem fange ich an? Der sieht gut aus. Der Nagellack kommt als erstes auf die Hülle. Ich mache ein paar Kleckse drauf. Und dann noch ein paar Farben. Ich mache sie einfach auf die andere drauf. Sieht schon gut aus. Jetzt brauche ich einen Strohhalm. Hoffentlich habe ich genug Puste. Ich muss durch den Strohhalm blasen. So verläuft der Nagellack auf der Hülle. Und vermischt sich. Dadurch entsteht ein Marmoreffekt. Und unter der Lampe trocknet der Lack. Die beschleunigt das Ganze. Wow, das sieht toll aus. Hey, schau mal. Ich hoffe, sie gefällt dir. Du entscheidest. Ich habe ein gutes Gefühl dabei. Ihr habt's beide gut gemacht. Wieder unentschieden. Yes, ich bin so glücklich. Ich behalte die als meine Hülle. Oh oh, meine Hand klemmt fest. Alles okay? Was mache ich denn jetzt? Ich krieg die nicht ab. Oh, mein Telefon. Gut, dass es in der Schutzhülle steckt. Reden wir nicht mehr darüber. Wow, der Typ kann vielleicht quatschen. Und nichts davon ergibt Sinn. Und es ist wichtig, dass ihr das lernt. Das kommt in der Klassenarbeit dran. Alles, was ich höre, ist bla 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 bla. Aber ich weiß, wie diese Stunde besser wird. Mit Snacks. Von dem ganzen Zuhören bekomme ich eh Hunger. Süßes, süßes Bonbon. Moment, höre ich da das Rascheln von Bonbonpapier? Das werde ich so richtig genießen. Was tust du denn da? Nicht cool, Kumpel. Du kennst die Regeln. Keine Snacks im Unterricht. Das nehme ich. Und auch den Rest. Da kann man nichts machen. Sind das auch richtige Bonbons? Oh ja, bestehen zu 100% aus Zucker. So, wo war ich? Okay, Snacks sind nicht erlaubt, aber er hat nichts von Limo gesagt. Die wird aufbringen, aber ich muss vorsichtig sein. Ich halte die versteckt. Er hat keine Ahnung. Warte, wo ist er hin? Uah, ich meine, wie geht's? Ich glaube, die gehört mir. Wie ist die denn da hingekommen? Das ist deine letzte Warnung, Alex. Er hat mir den Rücken zugedreht, jetzt aber schnell. Oh nein, das tust du nicht. Was? Sieh's ein, ich bin zu gut. Den werde ich entsorgen. Ich war so nah dran, ich konnte ihn schon schmecken. Ich behalte dich im Auge. Mann, der ist voll anstrengend. Na gut, das war's dann jetzt. Hey, mein Klebestift. Der bringt mich auf eine Idee. Ich glaube, damit kann ich was anfangen. Zuerst muss der Kleber da raus, dann das Innere des Rohrs reinigen. Und nun brauche ich meine Lieblingssüßigkeit. Die drücke ich zusammen. Bis ich eine super Bonbonkugel habe. Und in die drücke ich das Rohr. So wird's komplett gefüllt. Dann mache ich vorsichtig den Rest ab. Das hebe ich mir dann für später auf. Nun habe ich einen Bonbonstick. Wenn ich den runterdrehe, kommt oben das Süße raus. Genau so habe ich mir das vorgestellt. Und niemand wird irgendwas ahnen. lecker. Moment mal, was ist das für ein herrlicher Geruch? Nicht schon wieder. Rieche ich hier Süßigkeiten? Was? Nein, würde mir nicht im Traum einfallen. Irgendwie glaube ich dir nicht. Ich muss das wohl mal überprüfen. Kein Problem, hier gibt's aber nichts zu sehen. Ich benutze einfach nur meinen stinknormalen Klebestift. Ist das so? Vielleicht sagt er ja die Wahrheit. Ich sehe jedenfalls keine Süßigkeiten. Da habe ich mich wohl geirrt. Das denke ich auch. Wenn's ihn nichts ausmacht, ich muss hier noch was kleben. Voll lecker. Der Unterricht ist doch nicht so übel, hä? Ein kleiner Schnitt hier. Das sieht echt gut aus. Mir ist voll langweilig. Nicht dein Ernst. Das ist der beste Unterricht. Hey Molly, da ist was hinter deinem Ohr. Da ist was? Wow, wo kommt die denn her? Bist du eine Zauberin? Vielleicht bin ich das. Wow, echt cool. Wow. Das bringt mich auf eine Idee. Für die brauche ich eine Menge Karton und einige Federn.
Jetzt baue ich eine Schachtel. Alles passt zusammen. Ja, so wird's gehen. Mindy, guck dir das mal an. Hä? Was ist das? Wow, hast du das gemacht? Du hast noch nicht alles gesehen. Guck, der frisst die Münze. Cool, stimmt's? Lass mich mal. Na klar, probier's. Ich muss mich konzentrieren. Ich will keinen Fehler machen. Das ist ein fetter Popel. Hä? Was ist das? Das ist meine Kitty. Ich weiß, die ist toll. Ist okay, neidisch zu sein. Ich will die. Schau sie dir an. Molly? Darf ich? Na klar, war nur Spaß. Ha, reingelegt. Das war nicht nett. Du kriegst meine Kitty nicht. Oh, sie ist echt fies. Ihr werde ich's zeigen. Zuerst halbiere ich den Karton. Jetzt brauche ich Kleber. Ich trage den um den Rand herum auf. Hier habe ich einen gezackten Streifen. Den klebe ich an. Ich klappe die Ränder um und bekomme eine Schachtel. Ich habe Papier um einen Holzspieß gewickelt. Das kommt in die Schachtel. In dieser Karte ist ein Schlitz. Die kommt oben auf die Schachtel. Ich ziehe das Papier durch den Schlitz und male drauf. Das war's. Molly, guck dir das mal an. Das ist ein Hello Kitty Cartoon. Ziemlich cool, oder? Was? Wo hast du das her? Ich will auch sowas. Es gibt nur eine Lösung. Ich tausche mit dir. Du weißt, was ich will. Juhu, hat sich schon gelohnt. Das ist so weich und kuschelig. Wow, sowas habe ich noch nie gesehen. Das ist echt cool. Das könnte ich ewig machen. Mein Wecker ist gestellt. Jetzt ist Schlafenszeit. Ich glaube, ich habe was vergessen. Aber was? Warte mal. Ich habe die Prüfung vergessen. Oh nein, nicht gut. Ich muss lernen. Es ist auch nicht zu spät. Okay, ich schaff das. Das ist nur vom Halbjahr. Kann ja nicht so viel sein. Oh, ich bin so müde. Aber ich muss weitermachen. Du lernst noch was? Ich habe ein paar Snacks für dich. Oh, du bist die Beste. Ich weiß. Hä? Was ist das? Shh, ich muss das lernen. Deine Lampe flackert. Hm, da stimmt was nicht. Und jetzt ist sie kaputt? Das ist nicht gut. Hoffe, du hast keine Angst im Dunkeln. Warte mal. Ich habe eine Idee. Ja. Los geht's. Ich zeichne Herzen auf den Pappbecher und schneide sie aus. Dann kommt eine Scheibe Pappe obendrauf. Hier schiebe ich einen Holzstab durch. Jetzt brauche ich viele Pappscheiben. Die staple ich und mache ein Loch rein. Auch in den Becher. Da stecke ich das Licht rein. Den Holzstab stecke ich in die Pappkreise. Und schon habe ich eine süße Schreibtischlampe. Oh, Mindy, die wird dir beim Lernen helfen. Oh, wow. Genau, was ich brauche. Die ist perfekt. Viel Glück, Süße. Du schaffst das. Ja, ich glaube schon. Das Buch ist interessant, aber Lesen ist anstrengend und macht Appetit. Ich brauche was zu essen. Zum Glück bin ich vorbereitet. Ich esse was Süßes. Mh, die sind gut. Ich bin gerade voll glücklich. Nichts kann das ruinieren. Was glaubst du, was du da tust? Süßigkeiten wandern in den Müll. Das ist so unfair. Ich habe die genossen. Du kennst die Regel. Ich bin enttäuscht von dir, Mindy. Jetzt lies dein Buch. Haha, ich bin zu schlau für sie. Ich habe noch mehr Süßigkeiten versteckt. Nein, ich kann nicht. Oder doch? Es muss einen Weg geben, die zu essen. Warte, ich hab's. Ich schneide eine Wolke aus Karton aus. Da klebe ich Augen und einen Mund drauf. Ich trage Kleber auf den Rand auf und klebe Schaumstoff an. Ich brauche noch einen Reißverschluss. Jetzt habe ich ein süßes Notizbuch mit einem leckeren Geheimnis. Mh, ist wie ein süßer Regenbogen. Viel besser. Die Lehrerin wird's nie erfahren. Mindy, was machst du da? Nichts? Oh, okay. Ruiniere nicht meine Chipszeit. Wow, ich bin müde. Dieses Bad wird mich besser fühlen lassen. Ich bespüle lieber vorher meine Haare, damit sie sich im Wasser nicht verheddern. Perfekt! Jetzt ist Badezeit! Ah, warte! Oh nein! Wo ist mein heißes Wasser? Nein, der Stöpsel ist kaputt. Wie kommt dieses Loch da rein? Ah, wie soll ich jetzt dein Bad nehmen? Alles ist ruiniert.
Ha, cool, ich habe den Ballon aufgeblasen. Hey, hier hast du einen Luftballon. Oh, danke, der ist ziemlich... Oh, warte, ich glaube, er löst gerade mein Problem. Vielen Dank. Oh, jetzt nimmt sie meinen Ballon mit. Gut, dass ich noch mehr habe. Alles klar, Zeit, sich an die Arbeit zu machen. Ich muss das hintere Ende dieser Spritze abschneiden. Und dann kommt der Luftballon. Ich muss ihn so runterrollen. Perfekt, okay, jetzt brauche ich das Stück, das ich abgeschnitten habe. Das schiebe ich in den Ballon. Jetzt muss noch Heißkleber in den Ballon. Das ist eine Menge Leim, aber ich will nicht knauserig sein. Wenn es getrocknet ist, kann ich das Plastikteil rausnehmen. Ich ziehe es einfach vorsichtig aus dem Ballon. Und jetzt noch den Ballon zubinden. Yay, mein neuer Stöpsel ist fertig. Ausgezeichnet, er hält das Wasser in der Wanne. Oh, das ist alles, was ich brauche. Perfekt zum Entspannen. Oh, mit diesem Schleim zu spielen macht Spaß. Okay, ich muss meine Foundation auffrischen. Perfekt, jetzt bürste ich mir noch schnell die Haare. Yay, ich sehe toll aus. Oh, hey Jessica. Du siehst so süß aus, komm her. Ich muss dich knuddeln. Oh, du bist so weich und flauschig. Was macht er da? Hey, was soll das? Oh, okay, du bist endlich fertig. Bist du sicher, dass du so ausgehen willst? Oh nein, nicht hinschauen, was für eine Sauerei. Warte mal. Der Schleim löst alles von meinem Shirt. Ja, ich glaube, das ist die Lösung. Ich tupfe dann einfach mein Shirt ab. Er nimmt das Ganze für den Make-up auf. Viel besser. Wer hätte gedacht, dass Schleim so nützlich sein kann? Hey, das sieht viel besser aus als vorher. Okay, lass uns gehen. Guckt jemand? Nein? Okay. Ausgezeichnet. Ich habe ein Bild vom Telefon. Weg mit die alte Hülle. Ich habe das Foto ausgedruckt. Jetzt zum Ausschneiden. Als nächstes brauche ich natürlich Kleber. Ich bedecke die gesamte Rückseite. Genau so. Jetzt draufkleben, bevor der Kleber trocknet. Ich muss es perfekt ausrichten. Super, das hat geklappt. Jetzt sieht es so aus, als ob auf beiden Seiten ein Display ist. Hi. Wow, schau dir dein Handy an. Ich weiß, das ist ziemlich genial, oder? Das ist so cool. Ich bin voll neidisch. Was hast du denn da, Matthew? Du kennst die Regeln. Gib es her. Hey, was ist das denn? Das ist ja nur aufgeklebtes Papier. Ha, ihr Kinder von heute seid so seltsam. Ja, du kennst uns. Ja. Kaum zu glauben, dass du so einen Blödsinn gemacht hast. Komm her, Bestie. Die Stifte sind so süß. Echt schön. Ich weiß, weil sie abgestimmt sind. Sie passen zusammen. Dann solltest du das sehen. Was zum... Oh, mir egal. Hey, Sunny, wo ist dein Stift? Mein Stift? Oh, klar, hier ist er. Oh nein, der geht gar nicht. Ich will nicht, dass sie ihn sehen. Der muss hier irgendwo sein. Gib mir eine Sekunde. Jetzt aber schnell. Hab ihn. Den verleg ich immer. Wie findet ihr den? Echt jetzt? Bereit, Klasse. Es ist Testzeit. Fang mit dem Scheitern an. Yes, ich liebe Überraschungstest. Oh, das geht nicht gut. Ich kapiere nichts davon. Diese Frage gefällt mir. Psst, Madison, hey, hier drüben. Hä? Was willst du? Kannst du mir helfen, bitte? Okay, ich schreib's dir auf. Hier steht alles, was du brauchst. Und ich schick's dir per Luftpost. Sunny, im Anflug. Ja, los. Oh nein, das tust du nicht. Dem setze ich ein Ende. Mein Papierflugzeug. Versuch das nicht nochmal. Das ist mein Ernst. Klar, verstanden. Toll, und was mache ich jetzt? Vielleicht habe ich ja Glück. Als ob. Sorry, ich hab's versucht. Wir müssen irgendwas tun. Hey, die Tafel. Ja, ich hab's. Ich brauche mein Notizbuch. Dem verpasse ich ein Makeover. Ich male es schwarz an.
Aber das ist keine gewöhnliche Farbe, sondern Tafelfarbe. Mit der male ich es an. Ich mache das schön gleichmäßig. Fast fertig. Das war's. Jetzt noch trocknen lassen. Das dürfte nicht lange dauern. Und jetzt die Kreide. Mit der schreibe ich die Lösung auf. Ganz einfach. Danach wische ich es wieder weg. Perfekt. Jetzt helfen wir Sunny. Sie wird begeistert sein. Und ich darf mehr Aufgaben lösen. Jeder gewinnt. Okay. Hey, Sunny. Guck mal. Oh, wow. Ich habe gleich die Lösung. Die weiß ich. Wow. Danke, Madison. Hast du's? Warte kurz. Oh, was ist da los? Hey, nicht schummeln. Oh, ich wisch das schnell weg. Er darf das nicht sehen. Ich schummle nicht. Hier ist mein Notizbuch. Oh, okay. Entschuldigung. Ich fantasiere wohl schon. Macht weiter mit dem Test. Ja. Danke, Madison. Du bist die Beste. Nicht der Rede wert. Hoffentlich ist der Unterricht gleich vorbei. Ich weiß, die Stunde war lang. Aber jetzt ist sie vorbei. Das war harte Arbeit. Tschüss, Sunny. Tschüss, bis später. Ab nach Hause. Wow! Was, Sunny? Oh nein, ich helfe dir. Setz dich hier hin. Was ist passiert? Ich weiß nicht, aber ich bin nicht überrascht. Warte, du bist auf dem Stift ausgerutscht. Das lasse ich nicht mehr zu. Zuerst schneide ich das Blatt so zurecht. Jetzt brauche ich einen schwarzen Stift. Ich ziehe einen Rand rundherum. Dann noch die Details. Das werden zwei süße Kitties. Die werden toll aussehen. Okay, das war's. Dann umdrehen. Eine Sache gibt's noch zu tun. Hier kommen Magnete hin. Das Kätzchen kommt ins Notizbuch. Dann den Stift einlegen. Das Notizbuch zuklappen. Und die Magnete verbinden. Dieser Stift liegt nirgendwo mehr rum. Was sagst du, Sunny? Wow, danke, Madison. Genau, was ich brauche. Gehen wir. Ich liebe diesen Lippenstift. Shh, ich muss mich konzentrieren. So, sieht gut aus. Noch ein Schnitt. Ich hab's. Jetzt brauche ich Kleber. Nur ein kleiner Spritzer. Oh ja. Vielleicht ist das zu viel. Ich hab's übertrieben. Das ist voll klebrig. Pfui, eklig. Fühlt sich komisch an. Böser Klebstoff. Alles klar bei dir? Was ist passiert? Ich will nicht drüber reden. Ui, was für eine Sauerei. Schon das vierte Mal heute. Ich muss dir helfen. Ich habe genau das Richtige. Diese Rollerflasche wird sie retten. Gib mir den Kleber. Du willst den? Ich warne dich, der ist unberechenbar. Ich weiß, was ich tue. Zuerst leere ich die Flasche. Dann kommt der Kleber rein. Vorsichtig, ich will nicht kleckern. Ich bin ja nicht wie Madison. Sonst würde man uns die klebrigen Schwestern nennen. Okay, das war's. Jetzt kommt der Roller drauf. Das ist für dich. Hä? Was ist das? Soll ich den benutzen? Bist du dir da sicher? Wünsch mir Glück. Wow, guck dir das an. Die perfekte Menge Kleber. Und ich bin fertig. Kevin wird's gefallen. Oh, dann werde ich mal diese Arbeiten benoten. Das sieht alles gut aus. Einwandfreie Arbeit. Die verdient eine 1+. Jetzt zur nächsten. Oh, wow. Soll das ein Witz sein? Das ist eine Schande. Das macht Spaß. Was ist gerade passiert? Eine 6? Auf keinen Fall. Das kann nicht sein. Ich korrigiere das. Ich muss nur kreativ sein. Ich habe alles aufgeschrieben. Jetzt zum lustigen Teil. Das muss noch hübsch aussehen. Dafür brauche ich meine Textmarker. Wow, gefällt mir. Jetzt eine andere Farbe. Ich bin in gelber Stimmung. Ganz langsam. Das soll ordentlich werden. Oh, du hast mich enttäuscht. Blöder Stift. Was sollte das? Oh, tut mir leid. Der ist mir aus der Hand gerutscht. Was ist passiert? Eine Katastrophe. Das ist ein echtes Problem, aber ich weiß, was zu tun ist. Nur eine kleine Anpassung. Ich schneide einen Teil aus. So müsste es gehen. Wow, sieht toll aus. Mit dem sollte es gehen. Hier, probier mal. Ach, schon wieder gelb?
Wow, unglaublich! Ich probiere den gleich aus. Wow, das sieht toll aus. Ich bin baff. Die Linien sind perfekt. Wie cool. Ich bin überglücklich. Aufgepasst, das ist eine Schwarz-Weiß-Klasse. Kapiert? Oha, meine Ohren haben's echt nötig. Ich pfeife auf Regeln. Ich bin zu clever und unaufhaltsam. Was ist falsch an leuchtenden Farben? Die sehen hübsch aus. Ach, was für eine dumme Regel. Was kann schon Schlimmes passieren? Moment mal, ich spüre eine leuchtende Farbe. Anvisieren? Das habe ich mir gedacht. Wie kann sie es wagen? Dem setze ich ein Ende. Dich erwartet Ärger. Oh, hi. Den nehme ich. Der gehört in den Müll. Warte. Mit dir bin ich noch nicht fertig. Ah, genau, was ich brauche. Nimm das. Aus dem Weg. Was machen Sie da? Oh, das brennt. Deine eigene Schuld. Gib mir das Stäbchen. Verabschiede dich von den leuchtenden Farben. Alles weg. Wie haben Sie das gemacht? Du bist die Nächste. Ich mein's ernst. Es ist Testtag. Hoffe, ihr habt gelernt. Yes. Bitte was? Ich hab's total vergessen. Oh nein, nicht gut. Wo ist mein Stift? Warum passiert mir das? Annie, ich brauche einen Stift. Hä? Sorry, ich habe nur den einen. Oh nein, was mache ich denn jetzt? Ich werde durchfallen. Was ist das für ein Lärm? Ich habe keinen Stift. Oh, sei nicht traurig. Ich habe bestimmt einen. Gib mir einen Moment. Das muss reichen. Hier. Bitte. Ist das ein Scherz? Ich werde es versuchen. Das wird nicht einfach. Der geht nicht. Es wird immer schlimmer. Lass mich nachdenken. Ich darf Luna nicht enttäuschen. Ich wickle Wolle um meine EC-Karte. Noch ein bisschen mehr und dann abschneiden. Jetzt die Wolle abziehen. Das darf nicht auseinanderfallen. Ich schieb die Enden durch die Mitte und binde einen Knoten. Das soll eine Wollkugel werden. Genau so. Jetzt schneide ich ringsrum und mach's mit dem Kamm flauschig. Gefällt mir. Eine gute Idee für eine neue Frisur. Das kommt erstmal beiseite. Jetzt rolle ich das Plastik ein. Ich brauche eine Röhre. An das Ende kommt Kleber. Das reicht schon. Wo ist mein flauschiger Pompon? Ah, da ist er. Da kommt noch Barbie drauf. Sieht gut aus. Und noch was Glänzendes. Als nächstes brauche ich Perlen. Die kommen in die Röhre. Ich brauche noch mehr. In der letzten steckt die Mine. Jetzt noch das Ende mit Kleber versiegeln. Nichts darf rausfallen. Eine Sache noch. Der Barbie-Aufkleber muss drauf. Und das war's. Ein rosa Barbie-Stift. Was ist das? Oh, ist der echt? Heute ist mein Glückstag. Oh, danke. Und jetzt zum Test. Sie sind die Beste. Du hast ihn dir verdient. Wir können beginnen. Wird Zeit für den Test. Und der wird extra schwer. Bringen wir es hinter uns. Ich beende meine Benotungen. Das dauert nicht lange. Alle bekommen eine 6. Ich schaue mir nicht mal die Antworten an. Moment mal, da stimmt was nicht. Och, mein Stift hat keine Tinte mehr. Wie ärgerlich. Warte. So weit, so gut. Die Streberin hat einen Stift. Warte, ich weiß das. Hab's. Hä? Wo ist mein Stift? Du meinst meinen Stift? Stopp, Stiftdiebin! Was willst du? Wie soll ich jetzt schreiben? Weiß ich doch nicht. Sie haben meinen Stift geklaut. Sie sind gemein. Sei keine Heulsuse. Ich benote deinen Test sofort. Da hast du's. Im Ernst? Was willst du denn? Was ist ihr Problem? Klärt mich in den Kommentaren auf. Ach, okay. Was haben sie gemacht? Eine 2 plus? Die nehme ich. Jetzt verschwinde. Okay. Ich hasse diesen Job. Die Kinder sind das Schlimmste dabei. Okay, Klasse. Es ist Testzeit. Ich hoffe, ihr habt gelernt. Okay, los geht's. Ah, das ist einfach. Was für ein Nerd. Ich muss nicht lernen. Ich habe alle Antworten hier. Ich bekomme definitiv eine 1. Haha, ich bin so schlau. Hä? Das hätte ich nie gewusst. Was macht Emily da? Das glaube ich nicht. Hey, hier hinten.
Was ist los, Matthew? Emily schummelt. Stimmt das? Was? Ich doch nicht. Schauen Sie her. Was hat sie gesagt? Warte, ich habe das Handy gesehen. Ich sehe nichts Auffälliges. Ach, du bist echt mies. Kann ich jetzt den Test beenden? Ha, ich denke immer einen Schritt voraus. Mehr Glück beim nächsten Mal, Matthew. Ich bin einfach zu schlau. Aber... Ruhe da hinten. Das bleibt unser Geheimnis. Okay, Leute? Phew, es ist noch da. Ich war schon nervös. Hoffe, Matthew gefällt es. Er hat's verdient. Er ist so zum Dahinschmelzen. Schau ihn dir nur an. Oh, ich pack's noch ein. Es soll ja perfekt sein. Welches Geschenkpapier nehme ich? Das ist hübsch. Genau wie Matthew. Ich muss was abschneiden. Warte, das ist keine Schere. Ich habe bestimmt eine in meiner Tasche. Wo ist sie? Oh nein. Da vielleicht. Komm schon. Hängt eine in der Pflanze? Nee. Was mache ich denn jetzt? Dann muss ich's abreißen. Ganz langsam. Okay, ich schaff das. So geht's. Schön vorsichtig. Das war wohl nix. Das ist eine Katastrophe. Hä? Was liegt da rum? Vielleicht helfen die mir. Ja, das könnte klappen. Schnipp, schnapp. Ich halte die Dreiecke genauso. Und dann schneiden sie durchs Papier. So weit, so gut. Das klappt. Wow, das ist fantastisch. Ich hab's gleich geschafft. Jetzt kann ich sein Geschenk einpacken. Hier kommt eine Falte hin. Und die Ecken klappe ich um. Dann noch eine Schleife und fertig. Jetzt muss ich Matthew finden. Da ist er. Was? 2 und 2 macht 4? Man lernt jeden Tag was Neues. Matthew? Happy Birthday. Wow, danke, Emily. So spannend. Wie cool. Das habe ich mir schon lange gewünscht. Woher wusstest du das? Freut mich, dass es dir gefällt. Halt's fest, Emily. Bereit? Na klar. Das passt perfekt hierhin. Sieht toll aus. Das war eine super Idee. Was kommt jetzt? Ich bin dir voraus. Wir machen noch Karten. Oh, schön. Guck sie dir an. Einfach, aber auf den Punkt gebracht. Du bist dran. Ich habe große Pläne. Da fehlt noch ein Herz. Und zwar ein rotes. Hier ist der Kleber. Ich mache einen kleinen Klecks auf die Karte. Und dann kommt das Herz drauf. Das muss schön festkleben. Wir machen jetzt Fließbandarbeit. Gib mir eine Sekunde. Wie sieht's aus? Süß, stimmt's? Ist das der Rest der Karten? Jawohl. Ich mache gleich weiter. Das dauert nicht lange. Kleber und drauf. Das macht Spaß. Ja? Was ist los? Es gibt noch mehr. Ein Scherz, oder? Teilen wir sie auf. Dann geht's schneller. Hier, für dich. Ach, danke. Jetzt schnell. Die Romantik wartet nicht. Los geht's. Ein Klecks Kleber, dann ein Herz. Das wird langweilig. Es sind noch so viele. Puh, das ist harte Arbeit. Mach weiter, Emily. Wie läuft's bei dir? Nicht so gut. Bei mir auch nicht. Ich glaube, das war eine schlechte Idee. Aber wir müssen fertig werden. Müssen wir wirklich? Warte, ich weiß was. Ich brauche diesen Behälter. Da kommt der Schwamm rein. Auf den trage ich Kleber auf. Von einem Ende zum anderen. Dann kommt der Deckel drauf. Jetzt schüttle ich den. Das müsste reichen. Hä? Was machst du da? Ich drücke das Herz auf den Schwamm. Und dann auf die Karte. Guck dir das an. Du bist genial. Ich probier's jetzt. Wow, das geht viel besser. Jetzt dauert's nicht mehr lange. Du hast uns gerettet, Emily. Gleich sind wir fertig. Das ist die letzte. Wir haben's geschafft. Und die sehen alle toll aus. Schlag ein. Ich liebe ein Happy End.
Oh, nein, ich will nicht aufstehen. Juhu, ich liebe das Aufwachen am Morgen, das ist so schön. Oh, Frühstück im Bett. Ich nehme einen Schluck. Bäh, ekelhaft, das hätte ich nicht trinken sollen. Mal gucken, was weniger Löcher hat. Ich muss alles mitnehmen, was ich brauche. Wie mein Geld. Das müsste für den heutigen Tag reichen. 401, 2, 3, 4, 5. Ich hätte gestern Abend noch lernen sollen. Was zum? Unglaublich, dass du mich angerempelt hast. Oh, ich habe eine Nachricht bekommen. Warte, die Party? Oh nein, die habe ich ja total vergessen. Cool, ich freue mich schon. Oh Mist, so kann ich nicht auf die Party gehen. Der ist okay. Ich ziehe einfach den Pulli an. Oh nein, der wird nicht reichen. Verdammt, ich muss doch was haben. Ich schaue mal im Kleiderschrank nach. Wenn ich was Gutes zum Anziehen habe, ist es hier drin. Ja, mit dem wird's klappen. Hä? Was zum Henker? Der hängt an irgendwas. Eine Motte. Aber den Pulli bekommst du nicht. Gib den her, du pelzige Nervensäge. Den kriegst du nicht. Du trägst ja nicht mal Kleidung. Du bist ein Insekt. Uff. Oh, unfassbar, dass ich gegen einen Insekt verloren habe. Hey, denk nicht mal dran. Hörst du mich? Lass die Finger von dem Pulli. Nein! Stopp! Ich muss was unternehmen. Der Pantoffel, ja natürlich. Ha! Volltreffer. Oh nein, ich glaube, ich habe sie wütend gemacht. Ah, ah, hau ab, du bist ganz staubig. Oh mein Gott, ich muss was tun. Mir fällt nichts ein. Ich muss weiter im Kreis laufen. Hey, stopp. Willst du nicht lieber diese köstlich duftende Strickjacke? Nein? Verdammt, das hat nicht geklappt. Was? Oh Gott sei Dank, sie jagt mich nicht mehr. Aber sie hat meinen Pulli. Oh, und jetzt hat sie meinen Kleiderschrank beschlagnahmt. Hä? Was ist das? Hey, warte mal. Ich habe eine tolle Idee. Ja, genau. Ich brauche nur dieses Papier und eine Schere. Alles wird gut. Okay, wird Zeit anzufangen. Die Party wartet nicht auf mich. Zuerst schneide ich das Papier hier ab. Schön gerade. Ich will cool aussehen, nicht seltsam. Noch ein paar Schnitte und es kann losgehen. Das war's, Schere. Jetzt bereite ich das Papier vor. Ich muss es nur falten. Mit Falten geht's immer. Na also, das war's. Jetzt anprobieren. Ja, genau so habe ich mir das vorgestellt. Ich brauche den mottenzerfressenen Pulli nicht, denn ich habe ein tolles Kleid. Tschüssi! Ja, ich weiß, dass ich ein VIP-Ticket habe, aber ich habe nichts Gescheites zum Anziehen. Wirklich. Mein Leben ist gerade voll schwer und keiner versteht das. Okay, mal sehen, was ich hier habe. Was ist das für eine Farbe? Khaki? Igitt? Nein. Silber? Das war sowas von letzte Woche. Bäh. Ich habe absolut nichts, was ich anziehen kann. Das ist der schrecklichste Tag. Ich habe ja nicht mal Accessoires. Guck dir diese Schuhe an. Schrecklich. Nein. Ich muss was unternehmen. Und ich habe schon eine Idee. Oh, da ruft mich jemand an. Hallo? Paris, ich brauche deine Hilfe. Ich habe absolut nichts zum Anziehen. Du musst mir unbedingt helfen. Ich bin total am Ende. Ich werde dir helfen. Dem Himmel sei Dank. Oh, warum dauert das so lange? Ist doch nur Paris. Oh, endlich hast du es hierher geschafft. Dann lass uns anfangen. Ich habe schon genug Zeit vergeudet. Ich will was Einzigartiges für diese Party und zwar sofort. Kannst du nicht schneller messen? Klar, aber ich möchte, dass ich die richtigen Maße habe. Es bringt nichts, etwas nach Maß anzufertigen, wenn es da nicht passt. So, fertig. Ich bin gleich wieder da. Hoffentlich dauert das nicht wieder ewig. Oh mein Gott, ich liebe es. Das ist der Brautkleid-Style. Den Trend will ich schon lange starten. Hier ist deine Bezahlung. Ich hab's endlich zur Party geschafft. Warum beachtet mich keiner? Was zum Henker? Was hat die denn an? Eine Tüte?
Was glaubt sie, wer sie ist? Sie will mich übertrumpfen. Aus dem Weg. Wir wollen dieses Kleid sehen. Ich hab's selbst gemacht. Bereit, Klasse. Es ist Testzeit. Fang mit dem Scheitern an. Yes, ich liebe Überraschungstest. Oh, das geht nicht gut. Ich kapiere nichts davon. Diese Frage gefällt mir. Psst, Madison, hey, hier drüben. Hä? Was willst du? Kannst du mir helfen, bitte? Okay, ich schreib's dir auf. Hier steht alles, was du brauchst. Und ich schick's dir per Luftpost. Sunny, im Anflug. Ja, los. Oh nein, das tust du nicht. Dem setze ich ein Ende. Mein Papierflugzeug. Versuch das nicht nochmal. Das ist mein Ernst. Klar, verstanden. Toll, und was mache ich jetzt? Vielleicht habe ich ja Glück. Als ob. Sorry, ich hab's versucht. Wir müssen irgendwas tun. Hey, die Tafel. Ja, ich hab's. Ich brauche mein Notizbuch. Dem verpasse ich ein Makeover. Ich male es schwarz an. Aber das ist keine gewöhnliche Farbe, sondern Tafelfarbe. Mit der male ich es an. Ich mache das schön gleichmäßig. Fast fertig. Das war's. Jetzt noch trocknen lassen. Das dürfte nicht lange dauern. Und jetzt die Kreide. Mit der schreibe ich die Lösung auf. Ganz einfach. Danach wische ich es wieder weg. Perfekt. Jetzt helfen wir Sunny. Sie wird begeistert sein. Und ich darf mehr Aufgaben lösen. Jeder gewinnt. Okay. Hey, Sunny. Guck mal. Oh, wow. Ich habe gleich die Lösung. Die weiß ich. Wow. Danke, Madison. Hast du's? Warte kurz. Oh, was ist da los? Hey, nicht schummeln. Oh, ich wisch das schnell weg. Er darf das nicht sehen. Ich schummle nicht. Hier ist mein Notizbuch. Oh, okay. Entschuldigung. Ich fantasiere wohl schon. Macht weiter mit dem Test. Ja. Danke, Madison. Du bist die Beste. Nicht der Rede wert. Hoffentlich ist der Unterricht gleich vorbei. Ich weiß, die Stunde war lang. Aber jetzt ist sie vorbei. Das war harte Arbeit. Tschüss, Sunny. Tschüss, bis später. Ab nach Hause. Wow! Was? Sunny? Oh nein! Ich helf dir! Setz dich hier hin! Was ist passiert? Ich weiß nicht, aber ich bin nicht überrascht. Warte, du bist auf dem Stift ausgerutscht. Das lasse ich nicht mehr zu. Zuerst schneide ich das Blatt so zurecht. Jetzt brauche ich einen schwarzen Stift. Ich ziehe einen Rand rundherum. Dann noch die Details. Das werden zwei süße Kitties. Die werden toll aussehen. Okay, das war's. Dann umdrehen. Eine Sache gibt's noch zu tun. Hier kommen Magnete hin. Das Kätzchen kommt ins Notizbuch. Dann den Stift einlegen. Das Notizbuch zuklappen. Und die Magnete verbinden. Dieser Stift liegt nirgendwo mehr rum. Was sagst du, Sunny? Wow, danke, Madison. Genau, was ich brauche. Gehen wir. Ich liebe diesen Lippenstift. Ich muss mich konzentrieren. So, sieht gut aus. Noch ein Schnitt. Ich hab's. Jetzt brauche ich Kleber. Nur ein kleiner Spritzer. Oh ja. Vielleicht ist das zu viel. Ich hab's übertrieben. Das ist voll klebrig. Pfui, eklig. Fühlt sich komisch an. Böser Klebstoff. Alles klar bei dir? Was ist passiert? Ich will nicht drüber reden. Ui, was für eine Sauerei. Schon das vierte Mal heute. Ich muss ihr helfen. Ich habe genau das Richtige. Diese Rollerflasche wird sie retten. Gib mir den Kleber. Du willst den? Ich warne dich, der ist unberechenbar. Ich weiß, was ich tue. Zuerst leere ich die Flasche. Dann kommt der Kleber rein. Vorsichtig, ich will nicht kleckern. Ich bin ja nicht wie Madison. Sonst würde man uns die klebrigen Schwestern nennen. Okay, das war's. Jetzt kommt der Roller drauf. Das ist für dich. Hä? Was ist das? Soll ich den benutzen? Bist du dir da sicher? Wünsch mir Glück. Wow, guck dir das an. Die perfekte Menge Kleber. Und ich bin fertig. Kevin wird's gefallen. Mir ist so langweilig. Du bringst mich zum Lachen, Leo. Oh nein, mein Bleistift.
Oh, das ist ärgerlich. Hä? Was macht er denn da? Genau das brauche ich. Zuerst nehme ich den Deckel von der Schachtel ab. Da klebe ich einen Anspitzer rein. Dann kommt er wieder auf die Schachtel. Jetzt brauche ich meine Klebepistole. Ich mache Kleber auf die Seite der Schachtel und klebe da einen Eisstiel ran. Dann warte ich, bis der Kleber fest ist. Jetzt schneide ich einen Halbkreis aus Schaumgummi aus. Ich mache Kleber auf den Boden der Schachtel. Und klebe den Schaum daran. Genau so. Jetzt umwickle ich die Schachtel mit farbigem Papier. Oben kommt noch mehr Schaumgummi drauf. Ich wickle es rundherum. Jetzt dekoriere ich das noch. Ich mache ein süßes, lächelndes Gesicht. Dann kommen Streusel drauf. Es ist ein Eis am Stiel, aber ein besonderes. Ich kann damit meinen Bleistift anspitzen. Niedlich und praktisch. Die Schachtel fängt die Späne auf. Ich hab's wohl übertrieben. Ich muss jetzt ganz vorsichtig sein. Er kann meine Angst spüren. Los geht's. Soll das ein Witz sein? Das ist so nervig. Ha, ich wusste, dass das passiert. Wenigstens habe ich einen Anspitzer. Es ist Testzeit. Ich will kein Gequatsche hören. Ich beobachte euch. Ich habe ein gutes Gefühl dabei. Genau wie ich. Wirklich? Du? Das werden wir sehen. Ich werde eine 1 bekommen. Ach ja? Abwarten. Und jetzt gucke ich ab. Hey, geh weg. Du bist voll der Nerd. Hey, was habe ich gesagt? Ich habe keine Zeit dafür. Zum Glück bin ich vorbereitet. Ich sollte eine 1 fürs Schummeln bekommen. Hä? Was hast du gesagt? Hey, Herr Lehrer, hier. Was machst du da, Leo? Vögel beobachten. Hör auf damit. Sie kennen mich. Ich bin ein Musterschüler. Puh, klar, wenn du das sagst. Ein Eis am Stiel. Hey, Julie. Was willst du? Willst du tauschen? Ich denke nicht. Ich dachte, dass das klappen wird. Aber ich gebe nicht auf. Das sieht wirklich lecker aus. Er kennt meine Schwachstelle. Na gut, dann esse ich es selbst. Gib her. Hier, nimm mein Lineal. Das war es mir wert. Ich habe jeden Bissen genossen. Hey, das Eisstäbchen bringt mich auf eine Idee. Aber ich brauche mehr davon. Ich brauche auch ein paar Stifte. Ich färbe die Stäbchen ein. Die kommen erstmal beiseite. Als nächstes brauche ich einen Pappstreifen. Ich habe diese zwei Formen gezeichnet. Und die schneide ich jetzt aus. Dann klebe ich ein diese Eisstiele darunter. Jetzt lege ich mein Lineal an und markiere den Stiel mit Linien. Ich kopiere also einfach das Lineal. Dann male ich ein kleines Gesicht drauf. Sieht gut aus. Das ist ein bezauberndes Lineal. Und war einfach zu machen. Hey, wie findest du das? Psst, ich muss mich konzentrieren. Was zum? Hey! Ups, tut mir leid. Sie hat mich reingelegt. Und sie hat mein Eis bekommen. Ich beende lieber den Test. Guck dir diese Lineale an. Finger weg, Kumpel. Wow, okay. Was für ein Nickerchen. Also, klasse, das ist ein Pferd. Ich hoffe, es inspiriert euch. Erstellt jetzt eure Version davon. Klingt gut. Dann hole ich mal meine Stifte raus. Und was nehme ich? Hab sie. Ich hab gar nichts. Sieh da. Genau, was ich brauche. Warte. Ich weiß nicht, wovon du redest. Wo sind meine Stifte? Sie lagen genau hier. Stiftdieb. Das sind meine. Was? Ich kann dich nicht hören. Du musst lauter reden. Warte kurz. Das Wattestäbchen bringt mich auf eine Idee. Dann fange ich mal an. Ich brauche auch eine Schere. Mit der schneide ich die Spitze ab. Jetzt brauche ich ein Stück Seidenpapier. Ich wickle das um das Stäbchen. Es muss eng anliegen. Mit Klebeband fixiere ich es. Das sieht gut aus. Aber ich bin noch nicht fertig. Jetzt wickle ich blaues Papier drumherum. Dann brauche ich wieder Klebeband. Ich wickle es drumherum. Perfekt. Genau, was ich wollte. Ich mache das auch mit den anderen Wattestäbchen. Ich habe verschiedenfarbiges Papier genommen. Dann tauche ich den Tupfer in Farbe. Die Ummantelung passt perfekt zur Farbe. Und die Watte saugt sie auf. Jetzt habe ich selbstgemachte Stifte. Nene, Leo. Ich fange mit Blau an. Oh, ganz vergessen, dass ich den habe. Wow, das überrascht mich selbst. Ich bin der geborene Künstler. Wünsch mir Glück. Ich beginne mit zwei Kreisen. Dann wechsle ich die Farbe. Jetzt male ich sie aus.
Die Zeit wird knapp, Klasse. Noch 5 Minuten. Ich muss mich beeilen. Ich will das schaffen. Oh, okay. Na los, ich bin nicht gut unter Zeitdruck. Das war's. Zeigt mir eure Bilder. Schauen Sie sich das an. Hoffe, es gefällt Ihnen. Wunderbar, Julie. Ich habe gut angefangen. Das zählt doch, oder? Ui, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Immerhin hast du es versucht. Echt schön. Ich bin beeindruckt. Ich freue mich auf den Matheunterricht. Das ist mein Lieblingsfach. Aufgepasst, Klasse. Versucht, diese Gleichung zu lösen. Das ist eine knifflige. Versucht es. Wo ist mein Stift? Der lag doch hier irgendwo. Vielleicht ist er noch in meiner Tasche. Ich guck mal. Nee, keine Spur. Hey, da ist er ja. Du kleiner Schlawiner. Du dachtest, du könntest entkommen, was? Netter Versuch. Okay, dann mal los. Ich hab's. Das war ja einfach. Warte, ich habe mich geirrt. Ich muss das ändern. Oh, ich habe keinen Radierer. Nein, das ist eine Katastrophe. Ich muss einen finden und zwar schnell. Mein Rucksack. Cool, ein Boxhandschuh. Konzentrier dich, Leo. Bitte, bitte, bitte. Nein, da ist nichts. Was mache ich denn jetzt? Das war ganz schön dramatisch. Warte mal. Hier liegt eine Streichholzschachtel. Ich frage mich. Ich denke, das geht. Hey, Leo, brauchst du einen Radierer? Ich denke, ich kann dir helfen. Zuerst müssen die Streichhölzer da raus. Das ging schnell. Jetzt schließe ich die Schachtel. Aber ich brauche mehr Schachteln. Ich klebe farbiges Papier ans Ende. Jetzt brauche ich Klebstoff. Der kommt an die Seite. Und dann klebe ich die Schachteln zusammen. Ich lasse den Kleber trocknen. Dann kommt welcher oben drauf. Und ich klebe 2 Schachteln an. Die müssen perfekt ausgerichtet sein. Ich wiederhole das Ganze. Mehr Kleber und mehr Schachteln. Genau so. Jetzt kommt wieder Kleber oben drauf. Und ein bisschen an die Seiten. Dann klebe ich farbiges Papier auf die Schachteln. Ich möchte keine Falten haben. Als nächstes klebe ich kleine Perlen auf die farbigen Seiten. Eine Pinzette hilft dabei. Ich klebe sie einfach an. Das ist die letzte. Ich denke, so geht's. Ich zeig das gleich Leo. Was sagst du dazu? Was ist das? Ich zeig's dir. Jede Schachtel ist eine Schublade. Clever. Darin kannst du dein Schreibzeug aufbewahren. Du haust mich echt um. Vielen Dank, Julie. Genau, was ich brauche. Meine Miene ist abgebrochen. Dieser Tag wird immer schlimmer. Kein Problem, Leo. Schau in den Schubladen nach. Gute Idee. Das ist so spannend. Wow, genau, was ich brauche. Du hast meinen Tag gerettet, Julie. Ohne dich wäre ich aufgeschmissen. Ich leg den wieder zurück. Den werde ich bestimmt noch brauchen. Freut mich, dass dir das gefällt. Hier ist die nächste Aufgabe, Klasse. Die dürfte nicht so schwer sein. Was zum? Ist sie verrückt? Warte, ich krieg das hin. Wir alle wissen, dass Schule echt hart sein kann und das nicht nur wegen der Lehrer und Lehrerinnen. Teile dieses Video gern mit deinen Freunden und falls noch nicht getan, abonniere unseren Kanal für weitere tolle Videos wie dieses. Mein Meisterwerk ist gleich fertig. Das kommt bestimmt ins Museum. Hey, das ist Justins Bild. Oh, das ist viel besser als meins. Vielleicht, wenn ich blinze, sieht meins dann besser aus. Ach, wem mache ich schon was vor? Das ist mies. Oh, bin gleich wieder da. Ich muss nur die Späne wegwerfen. Ich will das auch so hinbekommen. Warte, vielleicht kann ich das ja. Dafür brauche ich nur Frischhaltefolie. Ich lege sie einfach über das Bild und dann male ich da drauf. Ich muss nur den Umriss nachzeichnen. Das ist so einfach. Mann, bin ich genial. Ich wette, das machen all die großen Künstler so. Ich kopiere es ja nicht, ist nur zur Inspiration. Dann nehme ich die Folie runter und lege sie andersrum auf das leere Blatt. Mit einem Nudelholz übertrage ich die Tinte. Tada, sieht toll aus. Justin, guck mal, was ich gemacht habe. Wie cool, sieht aus wie meins. Erstaunlich. Clevere Köpfe denken ähnlich, was? Wir sind so talentiert. Schlag ein, Kumpel. Oh yeah, deshalb sind wir beste Freunde. Die Hausaufgabe ist echt schwer. Warte, was war das denn? Ich kapiere nichts davon. Das macht doch alles irgendwie keinen Sinn. Oh nein, die Formeln, sie multiplizieren sich. Lass mich in Ruhe. Du hast versagt, Justin, und das macht mich glücklich. Was ist
denn das für ein Knall? Ah, das gibt eine Beule. Dreht sich der Raum oder... Ach, bestimmt nur eine Gehirnerschütterung. Was ist denn los, Kumpel? Warum ist Physik so schwer? Ich kapiere einfach gar nichts. Ich werde bei der Klassenarbeit durchfallen. Oh, mein Kopf. Gib mir eine Sekunde, Sportsfreund. Ich muss ein Pflaster drauf machen. Ganz schön fies. Ich muss vorsichtiger sein. Ach, schon besser. Was? Das ist hier viel wichtiger, Papa. Ich will doch keine 6 bekommen. Du musst halt einfach lernen. Ich versuch's ja, aber ich vergesse das immer wieder. Warte, ich hab's. Das ist die richtige Einstellung, Justin. Hä? Nein, ich rede vom Pflaster. Die hier nehme ich. Mit denen wird's gehen. Keine 6 für mich. Ich entferne die Folie vom Pflaster und klebe da das Blatt mit den Formeln drauf. Das kommt in die Mitte des Pflasters. Nun habe ich die Lösung griffbereit. Ich werde diese Arbeit mit links bestehen. Oh, ich habe so dolle Schmerzen. Wow, was ist denn mit dir passiert? Das ist noch zu frisch. Ich will nicht drüber reden. Die Klassenarbeit wird aber trotzdem geschrieben. Oh, natürlich. Ich freue mich schon drauf. Viel Glück. Du wirst es brauchen. Das denken auch nur Sie. Ich ziehe das Pflaster ab und da habe ich alles, was ich brauche. Komm schon, ist doch clever, oder? Hier ist eure nächste Aufgabe. Ich glaube, das schaffe ich. Vielleicht auch nicht. Voll nervig. Ach, Kreise sind dumm. Nochmal. Bin ich gut, oder was? Boah, ich hab voll Hunger. Warst du das? Ich hab nicht gefrühstückt. Gut, dass ich die habe. Hallo, Kumpel. Entschuldigung, Emily. Du kennst die Regel. Die muss mir entfallen sein. Also zurück zum Kreis. Oh, jetzt knurrt er aber richtig. Ich kann mich nicht konzentrieren. Ach. Warte mal. Der Lehrer guckt gerade nicht, oder? Ich habe einen Plan. Und bei dem geht's um Kreise. Das heißt kleine Schokokreise. It's Showtime. Los geht's. Sieht gut aus. Emily? Oh, schon wieder verbockt. Hat perfekt geklappt. Total genial. Oh, ich will auch welche. Ich hab Hunger. Warte, meine Pastellschachtel. Jetzt geht's los. Es ist Flakes-Zeit. Alles klar? Oh yeah. Ich darf dann wohl. Köstlich. Das hat geklappt. Fantastisch. Hey, das ist ja clever. Willst du was? Ich hab, danke. Oh, warte. Hä? Guck dir diesen Trick an. Die Flakes kommen hier rein. Und dann kommt der Kleber. Und mit Kleber meine ich Milch. Sind beide weiß, stimmt's? Nichts trennt einen Jungen von seinen Flakes. Nicht mal blöde Schulregeln. Gleich geht die Party los. Hoffe, der Lehrer guckt nicht. Mmh. Wow, echt schlau. Der Unterricht ist doch nicht so übel. Was ist da hinten los? Ich zeichne nur. Okay. Hey, gib mir was ab. Voll gut, was?